So, wir sind wieder am Start. Die nächste Runde der zweiten Sitzung unseres Corona-Ausschusses geht heute um die Lage der betreuten Menschen in den Heimen. Da haben wir allerlei auch sehr Belastendes gehört. Schlimme, angstbesetzte Konstellationen, unter denen die Menschen immer noch sehr stark leiden und natürlich eine große Vernachlässigungsproblematik in den Phasen des wirklich harten Lockdowns, ja, mit körperlichen Folgen, spastische Personen, die nicht mehr Entkrampfung durch Physiotherapie bekommen konnten und so weiter und so weiter. Also eine sehr beängstigende und problematische Situation. Wir setzen uns jetzt noch näher mit dem Thema auseinander und wir haben einen Betreuer, das ist Herr Kusch. Der betreut 16 Personen und der wird gleich telefonisch zu uns stoßen und uns noch Näheres aus seiner Praxis berichten, was sich so jeden Tag abspielt, mit welchen Problemen er zu kämpfen hat und wo er sich auch sehr einsetzt für seine Betreuten. Da werden wir einiges hören und dann werden wir noch eine Zeugin, wird live zu uns stoßen, die berichtet über die problematische Situation von Angehörigen. Von Ihren Angehörigen. Vielleicht können Sie auch zu der Dame noch mal kurz was sagen, die gleich kommen wird. Ja, sie ist selber eben auch betroffene Tochter einer Mutter, die in einem Pflegeheim ist und hat alles Mögliche versucht und war teilweise so verzweifelt, dass sie schon überlegt hat, sie rauszuholen, was aber eben auch nicht so ohne weiteres geht, wenn man berufstätig ist, plus kleine Wohnung. Und irgendwie organisieren muss, dass die Pflege dann auch trotzdem funktioniert. Das geht auf die Schnelle nicht. Mhm. Und sie haben sich auch, ja, also sie wird das selber berichten, was sie da so alles erlebt hat im Zuge dessen. Und sie wollte eben auch selbst, weil ihr das wichtig ist, weil ihr dieses Thema ganz wichtig ist, wollte sie dann auch persönlich hier vorbeikommen und das berichten. Ja, ich finde das auch sehr gut, dass auch Leute sich damit in die Öffentlichkeit wagen, weil sie auch einfach eine Inspiration sind für andere, das auch zu tun und zu sagen, mitzuteilen, was man erlebt hat, auch an belastenden Situationen. Und ich finde es auch ganz wichtig, auch nochmal einen Aufruf an Menschen, die in Pflegeheimen arbeiten, wo sie vielleicht jetzt auch für sie selbst belastende Situationen sehen oder wahrgenommen haben, ja, oder vielleicht auch Verbesserungen jetzt oder auch Ideen haben, wie man was verbessern kann, dass sie sich vielleicht auch einfach auch an die Öffentlichkeit wagen oder auch an uns wagen, sodass wir vielleicht das auch nochmal kommunizieren können, vielleicht auch, was es für Auswege gibt und genau, und auch die Erfahrungen zu kommunizieren. Ja, zum Herrn Kusch möchte ich auch vielleicht vorab noch sagen, wir sind schon lange, ich kenne ihn schon länger, er ist auch Mitglied in unserem Verein, wir haben zusammen auch eine Broschüre mit Erfahrungen zur rechtlichen Betreuung von Pflegebetroffenen geschrieben, weil das ist auch ein Thema für sich. Also Betreuer sollen sich ja eigentlich auch kümmern, tun auch viele, aber auch nicht, längst nicht alle so, wie sie es sollten. Und von den Betreuern, gibt ja ganz viele Menschen unter Betreuung stehen, hat man relativ wenig gehört. Mhm. Herr Kusch ist eigentlich hier auch so ein ziemlicher Einzelkämpfer, und der sich um seine Leute da wirklich auch besonders kümmert und darum auch so sehr Anteil nimmt an der ganzen Geschichte. Mhm. Ich versuche ihn dann jetzt mal zu erreichen. Gut, ja. Weißt du, was er uns berichten kann? Er hat also insbesondere eine relativ enorme Sache, das hatte er mir am Telefon schon mal berichtet, das ist wohl in mehreren Fällen vorgekommen, wo man versucht hat, die Mitarbeiter, die Betreuten, was Frau von Schlösser vorhin auch erzählt hatte, tatsächlich zu sedieren, ja, also denen Beruhigungsmittel oder sonstige Dinge zu geben. Anstelle von Betreuung. Anstelle von Betreuung. Und da hat er dann als Betreuer auch massiv interveniert, hat also die Behandlung durch ein bestimmtes Krankenhaus, einen bestimmten Arzt auch untersagt. Und hat auch mitgeteilt, dass man dafür eben auch im Prinzip eine richterliche Anordnung benötigt. So, jetzt machen wir es, dann muss er entweder klarkommen oder nicht klarkommen, aber machen Sie bitte einfach nochmal die Handynummer, denn... Stellt sich auf eine Nummer. Also ich schicke ihm jetzt einfach die Telefonnummer von der Frau von Stösser per SMS. Mhm. Nee. Gut, also Herr Kusch ist Betreuer, betreut mindestens 15 Leute, wahrscheinlich mehr.
und kann was dazu sagen, wie die Corona-Maßnahmen dafür gesorgt haben, dass anstelle von Betreuung ganz oder teilweise dann die Sedierung getreten ist, genau, wenn ich das richtig höre. Gut, dann wäre es ja schön, wenn man ihn mal erreichen könnte. Sonst nehmen Sie einfach seine Notfallnummer nochmal. Alles ist besser als nichts. Cool. Ja, so, also wenn, hallo. Ja, das hat komischerweise nicht geklappt mit dem Festnetz. Ich freue mich, dass ihr gerade nicht hier schon mit Lachkrampf. Ja. Das ist bestimmt gehackt worden. Ja, ich verstehe es auch nicht. Also gut, jetzt sind Sie aber dran. Und erzählen Sie uns, was Sie zu berichten haben, Herr Kusch. Ich habe eben von Frau Fischer gehört, dass Sie darüber berichten können, dass zumindest ein Teil derjenigen, die eigentlich betreut werden sollten, anstelle von Betreuung dann mit Sedierung versorgt worden sind. Was steckt dahinter? Was ist da passiert? Naja, was steckt dahinter? Da steckt natürlich ein bisschen lauter machen. So, dass gerade die menschlichen Menschen, dass die sehr häufig sediert werden durch Medikamente, ja, damit sie eben nicht weglaufen. Und in der jetzigen Situation, die wir ja hatten, wo ja Isolationshaft angeordnet wurde, wo die weggesperrt worden sind, was sie nicht verstanden haben, und wenn die natürlich relativ schnell mal mit Medikamenten durchgestellt ist. Ja. Das Problem ist immer noch bei diesen ganzen Sachen, gerade in der Zeit, wo jetzt keiner in die Heime durfte, ist es sehr schwer zu kontrollieren, das geht nicht. Und ich handle das bei meinen Betreuern grundsätzlich so, dass immer eine Anweisung in der Pflege, dass das überhaupt nicht zu erfolgen hat, wenn man sich nur immer unterschreiben von der Pflege, ja, dass diese Maßnahmen ohne meine Zustimmung zu unterlassen sind. Und wenn das denn wirklich der Fall ist, und ich dahinter komme, ich sage mal, dann gibt es natürlich immer das Problem. Ich hatte einen Fall an drei zu Beginn dieser Maßnahmen gehabt. Da habe ich durch Zufall erfahren, nicht mehr empfehlen, dass ein Arzt an der Psychiatrie per Ferndiagnose einen betreut, von mir, den er gar nicht kannte, ja, einfach mal eben mit Kipperbaron ein bisschen beruhigen wollte. So, und dem habe ich entsprechend diese Anweisung gegeben. Ne? Das gibt es nicht, das kommt gar nicht in Frage. Jetzt sind doch wahnsinnig darüber aufgeregt, wie ich mich das so sehe. Und das übliche Theater. Die Problematik ist aber durchgehend in den Frieden. Die ist vor der Krise so gewesen, die ist jetzt so. Ja? Und die wird auch in 10 Jahren noch so sein. Da wird sich nie großartig was dran ändern, weil es auch einen ganz großen Streitpunkt gibt immer. Ja? Weil es vieles abgelegt wird. Sedierungen sind ja dienen wir einer Therapie, ne? Das ist ja nicht so, wenn man nicht schießt, um das mal übertrieben zu sagen, dann heile ich ihn ja nicht damit, sondern stelle ihn nur für einen bestimmten Zeitpunkt durch. Mhm. Und da gibt es grundsätzlich immer Meinungsverschiedenheit. Ne? Ja, das ist ja auch immer so unser Thema. Aber jetzt, wir sitzen ja jetzt hier zum Beispiel auch, oder wir sitzen ja hier zu der Frage, wie das jetzt für die Bewohner während der Zeit des Besuchsverbotes war. Und da wir in verschiedenen Heimen, ich glaube 16 Bewohner hatten sie in verschiedenen Heimen und noch die eigene Mutter auch noch in einer Einrichtung, also haben sie da die unterschiedlichen Dinge erlebt. Und auch zum Teil, obwohl es sich ja in einer Region alles abspielt, das sind ja keine, ist ja das gleiche Bundesland und ist gar keine große Entfernung, doch auch sehr unterschiedliche Handhabungen. Vielleicht können Sie das mal kurz erzählen, wo Sie da diese großen Unterschiede erlebt haben und wie Sie das überhaupt erleben mit dem Besuchsverbot und jetzt mit den Lockerungen. Ja, also das kann man ich war ja am Anfang an dabei, da waren die ganzen Maßnahmen noch gar nicht verhängt, da gab es schon einige Einrichtungen, die zumindest per Hygienekonzept versucht haben, da irgendwelche Schutzvorkehrungen zu treffen, das heißt mit Desinfektion, was ja sowieso einmalig, denke ich, ähnlich sein sollte, aber auch eben mit Eintragungen in Listen. Da habe ich aber, muss ich ehrlicherweise sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich dann also auch Angehörige erlebt, die dann Raum gebrannt aus dem Wohnung gekommen sind, sich da schon über aufgeregt haben. Und in dem Moment, wo dann tatsächlich diese Maßnahmen kamen mit Besuchsverbot,
ja, da hatten wir immer gar keinen, der Kontakt bestand ja darin, dass ich mit Pflegern unterhalten musste, mit Heimleitung, ja, und denen natürlich ausgeliefert war, die konnten mir ja alles erzählen, was sie wollten, ja, und ich musste das eigentlich einfach nur glauben. Das ist, da konnten wir überhaupt nichts machen. Das ist ja dieser schwere, schwere Fehler, der da einfach gemacht worden ist, dass die Besuchsverbote ausgehebelt worden sind. Das geht nicht mehr, darf nicht mehr gemacht werden. Und das heißt, in dem Moment waren die Bewohner komplett den Pflegschaften ausgeliefert. Anders kann man das nicht sagen. Und in den Heimen, wo schon vorher Probleme da waren, sind natürlich noch viel verstärkter jetzt zur Geltung gekommen. Und als ich dann nach wann durften wir als Betreuer wieder, dann ist ja mittlerweile auch schon jetzt fast 2 Monate her, dann hat man natürlich wirklich Dinge gesehen, die sind dann schon schwer zu verkraften, ne? Das ist einfach so. Mal abgesehen von den äußeren Zuständen, viele Menschen mit langen Haaren, ungepflegt, dürfen ja keine Friseure rein. Viele Menschen, die aus Krankenhäusern eingeliefert wurden, nach Schlaganfall, nach Herzinfarkt, die schlicht und ergreifend den Physios ja verbuchen wurden, ihr dürft da nicht rein. Das heißt, die kamen kalt entlassen oder blutig entlassen, nennen wir das ja, aus Krankenhäusern und werden in den Rollstuhl gesetzt und mussten dann hoffen, dass irgendwann mal Maßnahmen getroffen werden. Das heißt, die sind nur mit Medikamenten behandelt und keine Mobilitätsmaßnahmen, gar nichts, ne? Betreuungsmaßnahmen überhaupt nicht. Ich habe gestern mit einem gesprochen, der war dieses Jahr noch nicht an der Sonne. Ich wollte ihm das gar nicht glauben, ja, aber der hat eine ganz, ganz schwere Rückenerkrankung, konnte im Februar, Ende Februar, Anfang März noch am Rollator laufen, das geht nicht mehr, der fällt einfach um. Ne? Der fällt einfach um, geht nur noch in den Rollstuhl, der war noch gar nicht draußen. Das ist natürlich auch immer so eine Sache, wenn man sich dann mit den Einrichtungen darüber unterhält, dann hört man ja immer, ja, der will nicht, heißt das denn immer. Wenn ich mich mit denen unterhalte, wäre ja schön gewesen, wenn mich mal einer gefragt hätte. Das ist so ein leidiges Thema. Aber ja noch einigermaßen harmlos. Ne? Menschen jetzt erlebt ganz einfach, die sich umbringen wollen. Ne? Das ist sowas. Das ist gängige Praxis. Ja? Da erfährt leider auch keiner. Ne? Das ist ja der Job, den ich habe, endet ja immer mit dem Tod. Und von da und danach habe ich eben noch keine Möglichkeit mehr über Akten oder sowas zu verfügen. Wenn man jetzt mal überlegt, in einem Zeitraum von vielleicht einem Monat hat man vielleicht 1 bis 2 wirklich ernstzunehmende Suizidversuche von Menschen, die sich umbringen wollen, aufgrund von Einsamkeit. Ne? Das ist ganz, eigentlich ganz normal, da sage ich jetzt mal so, das habe ich jetzt in dem Ausmaße, wie das jetzt passiert ist, in den Heimen noch nicht erlebt. Das ist deutlich über dem Durchschnitt. Und heißt das, dass der Normalzustand der ist, den Sie eben beschrieben haben, 1 oder 2 Suizidversuche und jetzt hat sich's massiv geändert. Was heißt das? Naja, das heißt ganz einfach, dass sich Menschen tatsächlich versuchen umzubringen. Ja, das kann man, das ist so. Bei einigen glückt das. Einige geben auch einfach auf. Ne? Also das. Haben Sie da einen Unterschied? Haben Sie da einen Unterschied festgestellt zu dem eben von Ihnen geschilderten Normalzustand und zu dem, was jetzt ab Mitte März oder Anfang März passiert ist? Und wenn ja, was? Ja, das ist ja das Problem. Wenn ich, sagen wir mal, den Normalzustand, da hat man ja häufig die Situation, wenn sich da jemand umbringen möchte, dass er einfach des Lebens müde ist. Ja? Und jetzt sind Menschen lebensmüde. Ja? Die haben einfach, vorher sind sie einfach krank, das geht ihnen einfach auf die Nerven, die haben keine Lust mehr, auch keine Kraft mehr, die sagen, ich möchte jetzt einfach sterben, ja, und stellen sich dann irgendwo hin. Wollen sich umbringen oder besorgen sich irgendwo ein Messer, wie auch immer. Das sind ganz häufig Fälle, wo man dann wirklich nur regulieren eingreifen kann. Das funktioniert, das kriegen wir hin. Und man dann, wenn man dann angerufen wird, ändert sich das. Jetzt kommt dazu, die Menschen wollen überhaupt nicht mehr. Nee, brauchst du gar nicht mehr reden, sondern die geben komplett auf. Die sagen ganz einfach, wenn ich hier nicht behandelt werde, ja, warum soll ich dann noch leben? Ja, was bringt das für mich? Ich liege hier, ich habe keine Möglichkeit rauszukommen, ja, ich darf keinen Besuch empfangen, zu dem Zeitpunkt, jetzt geht das ja wieder, ja, und die geben auf. Menschen sagen, ich höre jetzt einfach auf zu atmen, das ist das Beste. Ja. Und ich kriege es eigentlich immer so hin, dass man so ein bisschen,
die auch aufmuntern kann und sagen, okay, setz dich hier mal in den Rollstuhl und den fahren wir einfach mal vor die Tür, damit wir einfach nur mal ein anderes Umfeld sehen, das kriegst du gar nicht mehr hin bei den Menschen. Und die sterben einfach, die sterben. Das habe ich jetzt auch erlebt, die geben auf, ja, und dann sind sie einmal tot. Ja, da steht natürlich nicht drin, heute wieder in Heim XY oder sonst wo, jemand hat sich selber umgebracht, ja, sondern die sind gestorben. Die sterben an Einsamkeit. Die sterben an Einsamkeit. Ich habe einen Fall erlebt, ja, es ist leider so, dass es immer diese Beweislast, die man hat, aber die ist absolut glaubwürdig, weil ich die Angehörigen auch kenne. Ja, da hat eine relativ junge Frau noch mit schwerer MS-Erkrankung lag im Sterben und die Eltern wollten immer mit ihr sprechen, immer telefonieren. Nein, das geht nicht, die schläft. Ne? Durch ganz viel Druck durften die denn, haben die gesagt, wenn ich jetzt hier nicht reinkommen, dann werde ich die Öffentlichkeit darüber informieren, ja, und sonstiges. Dann durfte sie rein und dann stellte sie fest, dass die einfach im Sterben. Die Lebensgefährten haben sie nicht reingelassen. Das geht hier nicht mehr wegen Infektionsschutz. Ihr habt gebettelt, dass der kommt. Und dann haben sie dann nachher erst durchs Fenster eingestiegen, ja, damit er Abschied nehmen konnte von seiner Lebensgefährtin. Das passiert. Ne? Das passiert. Das sind keine alten Menschen. Ja? Das ist jemand gewesen, der einfach gelegen hat. Der einfach nur gelegen hat, der Pech gehabt, als wirst du auch krank. Ja? Und kann man nichts dran ändern. Da kommt keiner hinter. Ja? Die Leute, ich telefoniere mit denen, die sind traumatisiert. Ja? Das sind Eltern, das sind ja auch schon hochbetagte Leute, die sowas sich antun müssen, ja, die einfach gesagt haben, das darfst du nicht haben. Und diese Situation, die hat sich zugespitzt, die hat sich in allen Heimen, das behaupte ich einfach mal so, alle Heime erleben diese Dinge. Und ein Heim, wenn man das drauf anspricht, hat ja überhaupt gar kein Interesse, dass so etwas auch nur im Ansatz an die Öffentlichkeit kommt. Ja? Das ist ja für die marketingtechnisch was ganz Schlechtes. Ne? Und ich habe Anrufe von Hausärzten bekommen, die sagen, Herr Kusch, die Menschen haben Lagerkoller. Ich sage, ja, was machen Sie denn als Arzt? Sie sind doch auch in der Lage, da auch einfach mal ein bisschen was zu sagen. Na ja, und dies und jenes. Die nehmen das dann einfach so ein bisschen auf die leichte Schulter. Ne? Und das ist ja diese Maßnahmen mit diesen Isolationsdingern, das sind Dinge, die sind widerlich und die sind auch unmenschlich. Aber das erfährt keiner. Ne? Das erfährt keiner. Wenn ich mich hinstelle und sage, ja, jetzt habe ich das aber erlebt, dann beweis uns das. Ne? Und ich kann das eben nicht beweisen. Ich kann jetzt jederzeit Leute mitnehmen, sagen, ich habe heute Vormittag auch noch einen Besuch gemacht bei wirklich schwerkranken Menschen. Du wirst umgarnt von Pflegern, die dann ankommen, wenn du erkannt wirst als einer, der dann auch mal seinen Hals aufzieht. Ja, und dann beruhigt ihr, ja, das läuft alles und geht das jetzt ganz gut. Und wenn man den dann hat, ich sage, ich möchte mich mal alleine mit dir unterhalten, ja, dann kommt wieder ein ganz, ganz anderes Bild. Also das wird häufig runtergespielt, ja. Und Herr Kusch, Sie haben ja jetzt kein Beweisproblem, Sie müssen niemandem was beweisen, Sie sind das Beweismittel, deswegen befragen wir Sie ja. Sie müssen da nicht sagen, oh, ich habe keinen, der mir das bestätigen kann, sondern Sie haben ja das, was Sie berichten, offenbar aus eigenem Erleben gesehen, richtig? Ja. So sieht das auch. Ja, das, was Sie da eben erzählt haben über die MS-kranke Frau, das haben Sie ja selber miterlebt, beziehungsweise auch mit deren Angehörigen, wenn ich es richtig verstanden habe, so besprochen, richtig? Genau, so sieht das aus. So sieht das aus. Und heißt das unterm Strich, ich will das mal mit aller gebotenen Vorsicht versuchen zu übersetzen, heißt das unterm Strich, die ohnehin schon beklagenswerte Situation vor Corona hat sich jetzt durch die Corona-Maßnahmen nochmal massiv verschlechtert oder sehe ich das falsch? Nee, also die haben sich bei allen Leuten, die in diesen Zuständen waren, mit diesem Krankheitsbild, haben die sich verschlechtert. Mhm. Ich kenne jetzt keinen, der gesagt hat, alles super, dass wir hier nicht raus durften. Das finden wir alle ganz toll. Das ist also mein Eindruck. Ja, ich habe keinen. Ja, ich habe keinen bisher gesehen, der gesagt hat, super, dass das hier ist. Ne? Das ist so. Jetzt kommt ja noch was anderes dazu. Die Bewohner, ja, die werden ja auch geimpft durch die Pfleger oder durch die Heimleitung. Die kriegen ja auch gesagt, ja, wollt ihr denn allen Ernstes, ja, dass hier dieses Virus zu uns reinkommt? Dann sagen die natürlich, nö, eigentlich nicht. Ja. Wenn ich mich mit dem unterhalte, sagen die zu mir, weißt du was, ja, ich bin 88, ich bin 90, ich bin 93, ich bin wie alt auch immer. Ja.
Glaubt ihr allen Ernstes, wir haben Angst vor einer Grippe, vor einem Virus? Ja, wir haben Angst, hier vereinsamt zu sterben. Tatsächlich? Das ist natürlich regelmäßig, ne? Mhm. Regelmäßig. Ja? Und das, die werden ja nicht gefragt, diese Menschen. Die werden ja nicht gefragt. Und die Heime sind ausgebildet, das Personal. Die sind ausgebildet. Auf jede Frage, die man denen stellt, ja, gibt es immer wieder dieselbe Antwort. Wir sind froh und glücklich, dass in unsere Einrichtung dieses Virus nicht reingekommen ist. Ja? So, dann frage ich, okay, seid ihr denn auch glücklich darüber, dass dort in diesen Zimmern mindestens mal 20 Menschen liegen, die depressiv sind, ja, die einfach nicht mehr wollen? Ja, da können wir auch nichts für. Ne? Das ist so. Das ist ein Kreislauf, da hat man keine Möglichkeit. Und das Allerschlimmste, ja, was ja jetzt passiert, ist ja nach diesen sogenannten Lockerungen. Die sind ja keine Lockerung. Diese Lockerung, das ist ja nichts weiter als ein absolutes Machtgetümpel von den Einrichtungen. Es gibt Einrichtungen, die haben das ganz entspannt und ganz locker und hochprofessionell geregelt, ohne mit der Wimper zu zucken. Ja? Und ich war gestern bei der AWO, das ist ja auch so eine Einrichtung, ja? Da sind ja Besuche in Einzelzimmern erlaubt, in Doppelzimmern sind die verboten. Hm. Wir würden ja den Abstand nicht einhalten. Sagen Sie mal konkret, was Sie damit meinen, dass diese Lockerungen in Wahrheit keine sind. Was heißt das? Ja, aber woran ist es denn, was hat das denn mit Lockerung zu tun, wenn ich einem Menschen eine Viertelstunde die Gelegenheit gebe, durch ein abgesperrtes Gitter, durch doppelte Verglasung mit Mundschutz, ja, irgendwo Kontakt mit Angehörigen aufzunehmen? Was hat das denn mit Lockerung zu tun? Das hört sich doch eher nach Strafe an. Wie? So laufen diese Lockerungen? Bitte? So laufen diese Lockerungen? Ja, das ist ja Standard. Die Werbestrategie in der Heime ist ja Besuchsfenster, ja, oder Fenster zur Welt, ja. Das ist ja teilweise vernagelt mit Gitter, das Plexiglas, ja. Die sind ja doppelte Verglasung. Menschen sitzen dann manchmal auf 5-6 Metern ausgestattet mit einem Babyfon. Ja, sitzen die dann und dürfen sich dann mit ihrer Ehefrau, mit Angehörigen unterhalten. Was ist denn daran eine Lockerung? Ja, da gibt's, das ist für mich hat ja nichts mit Lockerung zu tun, ja, sondern das ist ja einfach nur die Tatsache, jetzt könnt ihr gucken, ja, und jetzt zeigen wir euch einfach mal, was wir alles so können. Ja? Und eine Lockerung sieht ja ganz anders aus. Wenn ich sage, wir können wieder Besuche empfangen, dann möchte ich den Besuch in den Arm nehmen, ja, und dann möchte ich mit denen sprechen und dann möchte ich nicht bewacht werden. Ja. So. Und das hat ja mit Lockerung überhaupt nichts zu tun. Das ist bis heute ja noch nicht abgeschlossen. Jetzt verstehe ich endlich, was Sie meinen. Jetzt verstehe ich endlich, was Sie meinen. Die Lockerungen sind rein formale Lockerungen, wenn ich sie richtig verstehe. Ja. Aber am Ende hat sich nichts geändert, weil die Beschränkungen der Lockerungen noch so groß sind, dass im Grunde genommen der gleiche Abstand wie vorher da ist. Natürlich. Das hat ja auch nichts mehr mit Hygieneschutz zu tun. Diese Lockerungen, ja, das ist eine reine juristische Auslegung. Wir möchten nicht, dass dieses Virus hier reinkommt und wir möchten schon gar nicht irgendwo in Regress genommen werden, ja, als Heimleiter und wer auch immer. So, und das hat mit Lockerungen nichts zu tun. Entweder sage ich, wir können wieder Kontakt herstellen, ja. Und wenn ich sage immer das gleiche Beispiel, ja, wenn ich einen Häftling besuche, ja, im Knast, ja, das ist eine angenehmere Atmosphäre als jetzt und zu den Hochzeiten einen hochbetagten, pflegebedürftigen Menschen zu besuchen. Das ist so, ja. Da brauche ich wirklich nicht die Sache, da wasche ich mir die Hände, da gehe ich rein, setze mich auf den Stuhl und wird er vorgeführt. Da ist auch noch nicht mal ein Gitter zwischen, ja. So, das ist es. Hier habe ich ein Gitter zwischen, entweder oder so eine doppelte Plexiglas. So. Und jetzt dürfen die Menschen ja sogar raus, ja? Aber ja auch nur, wenn die unterschreiben, Achtung, nicht anfassen, draußen Maske, ja? Und das, es sei denn, Rollstuhl, ja? Und ich mache immer ein Fragezeichen dahinter. Ich sage, wie soll ich das machen? Das geht gar nicht, ne? Ich kann ja nicht. Ich werde gefragt, waren Sie in den letzten 14 Tagen mit einem Infizierten zusammen? Ich sage, weiß ich nicht. Die haben alle kein Schild um Hals, ja? Also das ist so. Kann ich Ihnen nicht beantworten, ja? Dieser Machtwille dahinter in die Einrichtung, ja, denen ist das vollkommen schnurzpiep egal. Hauptsache kein Virus. Ja. Heißt das? Habe ich Sie da eben richtig verstanden? Das hatten wir vorhin auch schon mal das Thema. Das ist offenbar
Einrichtungen gibt oder Menschen gibt, die von ihrer Lebenseinstellung her die Situation quasi ausnutzen, um endlich mal zeigen zu können, wer hier Chef im Hause ist? So sieht das aus, selbstverständlich. Ja? Selbstverständlich. Und die werden, und diese Menschen, diese Heimleiter, die das denn machen, die werden zu 100% gedeckt durch die Heimaufsicht. Die stehen da voll und ganz hinter. Ohne, dass der Betroffene da irgendeine Möglichkeit hat. Ja? Die können machen, was sie wollen. Du kannst Heimaufsicht, und da halte ich mich schon seit Monaten, Jahren gar nicht mehr mit, weil ich das eine der überflüssigsten Einrichtungen halte. Das ist die mitarbeitende Lobbyvertretung für Pflegeheime. Ja? Mehr ist das nicht mehr. Ja? Das eigentliche Gesetz, wir sind zum Wohl und zum Schutze der Bewohner da, das kann man mal vergessen. Zu wenig Personal, unqualifiziert, kein Bock, ja, und so weiter und so weiter. Das ergibt sich alles. Ich habe gestern noch ein paar Schriften darüber geschickt, wie die auch arbeiten, wie die antworten. Ja, daran sieht man das. Da haben die einfach gesagt, aber kein Personal und hin und her. Und dieses ist das Problem. Das heißt, ein Angehöriger muss betteln. Ja, der muss betteln, wann er da reinkommt. Ne? Muss einen Termin vereinbaren. Und wenn das der Heimleiter nicht passt, das geht nicht. Ja? Dann müssen sie morgen wiederkommen. Ja? Oder übermorgen. Und heute geht auch nicht. Ne? Das ist einfach so. Und da stellt man die Frage, warum ist das so? Das ist natürlich mit dem Personal geschuldet. Haben die nicht. Ja? Die haben ja ihr Personal als Wache abgestellt. Das war ja gar keine Privatsphäre. Die Menschen wurden vorgeführt hinter Gitter oder hinter doppelter Verglasung und dann stand da ein Pfleger dabei. Sie haben, ja, ich sage, ich möchte jetzt ganz gerne mal privat sprechen, da geht es hier um Dinge, die gehen Sie eigentlich so gut wie gar nicht an. Ja? Machen Sie doch einfach mal einen schönen Tag und gehen Sie mal so 20 Minuten weg. Ja, dürfen wir nicht. Sie haben eben, Sie haben jetzt, glaube ich, zweimal schon darauf hingewiesen, dass die Situation an gefängnisartige Zustände erinnert. Also Sie haben eben auch davon berichtet, wenn man heute einen Häftling besucht, ist das eine leichtere Situation mit weniger Hürden als die, wenn man einen Angehörigen in einem Pflegeheim besuchen will. Machen Sie auch Betreuungen von Häftlingen? Ja, wenn ab und zu mal einer so ein bisschen auf die schiefe Bahn kommt, macht man das mal kurz. Ne? Mhm. Und daher haben Sie die persönliche Erfahrung. Das heißt, das haben Sie selber erlebt. Ja, genau, erlebt. Das so. Da hat man das so. Ne? Da hat man das. Da geht man ja rein, dann zeige ich ja einen Besucherschein, den kriege ich da ja auch. Mhm. Ja? Und dann melde ich mich da an, gebe meine Papiere ab und latsche da rein. Mhm. Und setze mich hin, unterhalte mich und gehe wieder raus. So, das ist so. Aber da habe ich ja Kontakt. Da könnte ich den ja anfassen, ne? Und da könnte ich ja mit dem Augen in Augen gucken. Das war ja zu den schlimmsten Zeiten in Pflegeheimen gar nicht möglich. Ja? Die Pflegeheime haben sich ja berühmt damit, indem sie halt, ne? Sicherheitstrakt, ja? Und wirklich so Stopphände in knallrot aufgemalt wurden, als wenn dann die Pest herrscht. Ja? Und Sie haben eben gesagt, ja. Das Pflegepersonal kam Ihnen manchmal so vor, als wenn die zu Wachen gemacht worden sind. Genau. Mhm. Ja, müssen sie ja. Die wollen, dass Pflegepersonal abgestellt wurde. Die mussten am Anfang sich da hinstellen und haben sich dann zur Seite gedreht und aus dem Fenster geguckt oder wo auch immer. Ja, das war deren Job. Ja? Mhm. Weil nicht auch mit einer Heimleiterin da, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ja, und ja, wir müssen das kriegen wir von oben. Ne? Ich sage ja, wir brauchen wir diese Besuche nicht. Ja, dann brauchen wir diese Besuche nicht. Ja? Wir haben hier Dinge zu besprechen, die gehen keinem was an. Ja? Da geht es um gesundheitliche Dinge, da geht es um finanzielle Dinge und da geht es um private Dinge. Ja? Da kann mir keiner erzählen, dass er da irgendwelche Ohrstopfen drin hat. Ja? Aber es hat ja damit zu tun, ich könnte ja als erwachsener Mensch oder ein Angehöriger, ja, könnte ja einfach Folgendes machen und nimmt seinen Betreuten da oder seinen Bewohner in den Arm. Ja? Und das schien ja teilweise so, als das unter Strafe gestellt wird. Wie? Also normalerweise in den Vor-Corona-Zeiten haben Sie natürlich vertraulich und allein mit den Betreuten sprechen können und jetzt plötzlich wurden quasi Wachen daneben gestellt? Genau, die standen daneben. Bei diesem Besuch stand immer eine Wache daneben. Immer Personal. Ne? Das hat man denn nachher, hat man denn so im Laufe der Zeit, hat man das denn etwas wieder gelockert, ne? Dann sind die weggegangen, ne? Also das ist aber von denen ja auch bewusst so gemacht worden. Das liegt nicht an den Fliegern. Die haben gesagt, solange ich hier stehe, kann ich jetzt zum Beispiel dem da hinten, der im Bett vielleicht Hilfe braucht, kann ich denen nicht helfen. Sondern ich muss jetzt hier stehen, ja? Und das ist ja eine Belastung. Das ist ja für die eine Belastung,
Dann wird er so aufgeregt, jetzt kommen wieder diese Angehörigen. Ja, dann müssen wir wieder dahin stellen und können unsere Arbeit gar nicht machen. Ja? Und das ist ja diese Krux an dieser ganzen Geschichte. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ich kenne keinen anderen Grund, außer dem, dieses Demonstrieren von Macht. Ja, und wenn wir wollen, ja, dann machen wir ja auch das Heim wieder zu. Ja, als jetzt, ich kenne keinen anderen Grund, ganz ehrlich. Das ist mir auch, völlig unklar, wie man das auch machen kann. Allein auch von der menschlichen Seite her. Ne? Ich habe mit Angehörigen, wenn man da wegging, ja, und an diesem 20 Meter langen Gitter, das ist ja zweimal, wo das ja abgeschlossen, ja, geht man dann rein und wartet dann darauf, dass da jetzt gleich der Besuch kommt. Da stehen denn Angehörige, stehen denn da 5 Meter weiter, ja, und an der Dachrinne, wenn es gerade regnet, und sagen, das ist ja unmenschlich. Ich sage, natürlich ist das unmenschlich. Wollen wir was machen? Ja, aber es ist auch nicht so richtig. Ne? Das ist diese Auskunft, man auch, aber Angehörige sind da auch träge. Ne? Angehörige sind da auch träge. Und es ist müßig darüber, sich mit einem Heimleiter zu rüber unterhalten. Es ist müßig darüber, an die Öffentlichkeit, über diese normalen Medien zu gehen, ja? Weil die gucken, die haben ja gar kein Interesse daran. Die haben ja überhaupt kein Interesse daran, ja? Irgendetwas über einen Anzeigenkunden zu schreiben, ja? Der im Monat oder was weiß ich, im Jahr wie viel Tausende von Euro für Anzeigen ausgibt. Ja, da haben die kein Interesse dran. Und es sind so viele massive Verletzungen aufgetreten. Ich habe Beispiele, kann ich Ihnen sagen, sage ich Ihnen noch ein Beispiel, mit dieser verdammten Quarantäne, die sie da machen, ja, bei dementen Menschen. Ja, das wird angeordnet, du kommst jetzt 14 Tage in dein Zimmer. So. Und dann verstehen die Menschen das nicht, weil sie eben dement sind. Und dann gehen sie weg und dann wird die Tür zugesperrt. Das ist so, dann wird die zugesperrt. Und dann machen die nichts weiter, die werden in Haft genommen. Das ist eine Zwangsmaßnahme, die immer in Deutschland, immer eines Gerichtsbeschlusses bedarf. Das weiß jeder. Das wissen die auch in den Heimen. Dann fragen die nach, das Gesundheitsamt sagt, ja, wir ordnen die Quarantäne an. Aber wir ordnen nicht an, wie ihr die umsetzt. So. Und bei einem dementen Menschen, der gar nicht zustimmen kann, muss ich einen Verfahrensfehler haben, da muss ich einen Beschluss für haben. Ne? Das machen die natürlich nicht. Das heißt, dann sperren sie ihn ein und dann kommt eine Tür davor. Und wenn ich das Gesetz richtig auslege, das hat man ja auch, gibt ja Menschen, die müssen ja irgendwo, weil sie andere oder sich selbst gefährden, ja, müssen die ja in die Psychiatrie, das hat man ja. Aber da muss ja sichergestellt sein, dass ich durchgehend, ich sage, das Ganze muss durchgehend, das ist das Gesetz, Sicht- und Sprechkontakt haben. Mhm. Und das haben die Heime, das sind ja gar nicht für ausgelegt, das haben die nicht. Weder von dem Zimmerwehr noch von dem Personal. Und es wird trotzdem gemacht. Und das ist eine riesen Dunkelziffer, die da ist. Und da bin ich mir absolut sicher, dass es durchgehend gemacht ist. Das wird ja so auch gemacht. Herr Kusch, also ganz echt, ich wünschte, ich wüsste das alles gar nicht, was Sie mir da eben erzählt haben. Das tut mir leid. Ich bin ja froh, dass Sie es erzählt haben, weil nun weiß ich es eben und nun kann man eigentlich nicht mehr weggucken. Ich frage mich, Sie wissen das doch alles. Sie wissen, Sie kennen die Zustände, Sie wissen aber auch ganz offensichtlich sehr genau, wie die Rechtslage ist. Man kann niemanden wegsperren ohne richterlichen Beschluss. Jede freiheitsentziehende Maßnahme bedarf eines richterlichen Beschlusses. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist das hier nach Ihrer Kenntnis in keinem einzigen Falle eingeholt worden. Richtig? Nee, das wird auch nicht. Das wird ja auch nicht. Wer sollte das denn kontrollieren? Wird keiner rein dürfen. Ja? Ab und zu kommen ja auch Angehörige, die sagen, das geht gar nicht. Ne? Da hat jetzt einer an Rollstuhl gekettet, ich sag's mal so ganz drastisch, oder eingesperrt. Ja? Die Aufsichten sind ja nicht da. So. Und wenn man das jetzt sieht, ja? wenn sich Menschen, die dement sind, ja? die einfach weglaufen, die gehen vor die Tür und weil die vor die Tür gegangen sind, wird der gesamte Wohnbereich unter Quarantäne gestellt. Wo ist denn da die Verhältnismäßigkeit? Ja. Das ist auch völlig hirntot, ja. Auch da muss man überhaupt keine Ahnung von haben. Ja? Das ist ja genau das Gleiche, wenn ich einen kleinen Jungen sage, pass mal auf, in der Schule, du hast jetzt hier irgendwo, was weiß ich, du hast jetzt dazwischen geredet, jetzt macht die ganze Klasse 2 Stunden nachsitzen. Ja? Und zum Sport dürft ihr auch nicht. Das sind ja irre Dinge, die sich da abspielen und auch natürlich völlig fernab von jeglicher Rechtsgrundlage. Die ist ja gar nicht gegeben. Ja? Und das ist wieder das andere Thema. Gibt es hierfür eigentlich eine ausreichende Rechtsgrundlage oder ist hier schlichtweg die Legislative umgangen worden?
indem man einfach Verwaltungshandeln für rechtmäßig gehalten hat. Aber der Eindruck, den ich habe, Herr Kusch, ist, Sie schildern da ja sowas wie einen rechtsfreien Raum. Ist das so, dass sich offenbar eine Menge Leute ein... Bei Räumen gab es Räume. Ne? Die sind gefesselt, fixiert. Immer fragt es da einen Beschluss, dann, war gerade Gefahrenverzug. Ne? Ich sage, gut, alles klar. Entfesseln, hinsetzen, ich unterhalte mich. Ja. Dass eine Lücke, ja, die sich isoliert läuft, eingesperrt wird, ja, kann das ja überhaupt nicht, nach irgendwelchen Rechtsdingen sein. Ich habe so oft, sagen Sie mir mal den Beschluss, wieso? Der fällt ja sonst raus. Ich sage, dass er rausfällt, ist nicht mein Problem und auch nicht desjenigen, der da im Rollstuhl ist, Ihr Problem. Ja? Und Ihr zweites Problem ist, dass Sie hier gerade eine Straftat begehen. Also. Ja, das ist die Situation. Das ist ungeschön, ja. Und das, Frau von Schlosser weiß das ja auch. Das sind Kämpfe, ja, die man da macht. Und die Konsequenz der Heim, auch die ist klar, ja. Man wird dicht geschossen mit irgendwelchen Entlassungsanträgen bei den Gerichten, ja. Wo ist denn dein Job? Er ist So, Herr Kusch, jetzt sind wir hoffentlich wieder online und können wieder wahrgenommen werden von denjenigen, die dieses Thema interessiert. Sie haben eben gesagt, es hat sich hier in der Corona-Krise in Ihrem Bereich sowas wie eine Katastrophe offenbart. Die Situation war sowieso schon schlecht und jetzt ist sie quasi nicht mehr zu handeln. Und das, was nicht gehandelt werden kann, das wird eben sozusagen mit Beruhigungsmitteln ruhig gestellt. Ist das so richtig? Ja, also jetzt nicht alle, ne? Das muss man jetzt auch eben sagen, da werden nicht alle Menschen sediert. Aber es kommt immer bei diesen Sachen auch immer auf die Einrichtung an. Es gibt ja Einrichtungen, die das vernünftig regeln. Aber ich habe eben auch die Erfahrung gemacht, dass der Giftschrank immer leicht geöffnet ist. Das ist so. Ja? Und was jetzt ans Tageslicht kommt, ja, das ist letztendlich die Konsequenz des Versagens in der Pflege, ja, der letzten 20 Jahre. Das ist so. Das kommt jetzt ans Tageslicht. Ja, und die verantwortlichen Politiker, wer auch immer das Sagen hatte, taucht ab und sagt, ja, müssen wir mal gucken. Ne? Jetzt versuchen wir das alles so hinzukriegen. Das wird alles ja immer, grundsätzlich wird das ja alles immer als Einzelfall abgetan. Ja? Na, das geht ja nun nicht mehr. Herr Kusch, Sie haben ja eben sogar darauf hingewiesen, Sie sind in Oldenburg. Und in Oldenburg, das weiß ja, glaube ich, fast jeder in Deutschland, ist ja schon eine Katastrophe abgelaufen mit Nils Högel, der da mehr oder weniger ungestört ein paar hundert Leute ins Jenseits befördern konnte. Also ja. Das, was Sie da schildern, das scheint ja schon wieder nicht nur, aber auch da zu spielen in Oldenburg, richtig? Ja, aber ich sage das mal auch ganz explizit, das spielt sich aber auch genauso in jeder anderen Stadt ab, ja? Ja. Weil die Problematik ja nicht nur auf Oldenburg beruhigt ist. Ne? Mhm. Wir können ja die Situation, die ich schildere, ja, das ist vielleicht von wenigen, der einfach mal seinen Hals aufmacht, ja, und Dinge ans Tageslicht bringt, weil ich auch immer wieder sage, mir ist das im Prinzip egal, ob der sich da irgendwie so ein Heim wehren will oder nicht. Ja, das ist für mich völlig, völlig gleichgültig. Diese Situation. Es geht hier letztendlich, und das ist das Schwierige, es geht letztendlich um Strafverfolgung, um Beweissicherung, um da überhaupt mal Täter zu überführen. Und das ist ganz, ganz schwer. Das ist ganz schwer, hier eine Kausalität hinzubekommen, ja, vom Beginn bis zum Ende. Das kriegt man nicht hin, ja. Dafür fehlt einfach Transparenz, dafür fehlen Zeugen, Aussage. Gegen Aussage, ja, und es ist doch ganz klar, wenn irgendwo in einem Heim was vorfällt, da sitzen da 20 Pfleger und die sagen, das ist ja alles super, ne? Also das ist alles nicht, das ist eine Ausnahme. Das ist ja ganz normal, die haben ja alle Angst, warum auch immer, dass sie ihren Job loswerden. Nur in der heutigen Zeit, wenn jemand heute entlassen wird aus seinem Pflegeberuf, der hat eine Stunde später hat er einen neuen Job. Das hat man ja mit den Folterknechten da gesehen, die da in Zelle die Menschen mit dem Bettlaken gefesselt haben. Die haben zwei Straßen weiter sofort eine neue Anstellung bekommen. Anstatt da erstmal zu warten, bis dieser Sachstand überhaupt mal aufgeklärt ist, durchermittelt ist und einen Schluss zu ziehen will. Ne? Der wird ihn entlassen, da stellt sich die Heimwärterin, wusste ich gar nichts von. Ne? Ja? Klar, die Erde ist eine Scheibe, das ist mir alles bekannt. Ja? Die stellen sich hin, tun so. Und wissen Sie, das Gefährlichste ist alles. Und das ist so, das muss man durchschauen. Die Heime, ja, stellen sich ganz, ganz häufig als Opfer hin. Ja? Wir tun hier alles, was sollen wir denn machen? Wir sind doch diejenigen,
die hier eure Angehörigen pflegen. Ne? Herr Kusch, wir müssen sehen, dass wir so ein bisschen auf unserer Linie bleiben, dass das insgesamt schlimme Zustände sind, habe ich verstanden. Aber es ging uns darum festzustellen, hat sich das verschlimmert, hat sich das verschlechtert durch die Corona-Maßnahmen? So wie Sie es anhört, sagen Sie ja, oder? Ja, natürlich, also ganz klares Ja. Mhm. Okay. Weil noch zwei Ausrufezeichen hinter. Mhm. Ja, den Eindruck hat man aus dem, was Sie da ziemlich plastisch geschildert haben. Was würden Sie vorschlagen, was müsste denn jetzt geschehen aus Ihrer Sicht, jetzt im Rahmen dieser Corona-Lockerungen? Wie soll das anders gehandhabt werden, als es im Moment der Fall ist? Sie haben eben gesagt, die Lockerungen sind ja in Wahrheit gar keine. Was also müsste geschehen? Ja, das ist im Prinzip ganz einfach. Man macht wieder, Besucher sind zugelassen, fertig. Jeder geht da rein, ja, und besucht seine Angehörigen. Vorne kann ich mir die Hände desinfizieren. Das macht man ja, glaube ich, sowieso, wenn man einigermaßen Verantwortung hat. Zur Not kann ich mich da auch noch in die Listen eintragen. Aber das kann ja nicht sein, dass hier vorgegeben wird, eine Stunde nur noch, ne, eine Viertelstunde, nicht im Doppelzimmer, das geht gar nicht, ja, nicht am Wochenende, da haben wir kein Personal. Das kann man sofort aufheben, ja. In Niedersachsen sind, glaube ich, seit Montag wieder zwei Personen zulässig, ja. Das haben natürlich einige Heime auch noch gesehen. Das geht ganz schnell. Man muss einfach nur sagen, mach die Türen auf, die Leute können wieder raus, ja, und die Menschen, die da reinkommen, die waschen sich die Hände, die desinfizieren sich. Dann kann man das machen, ja. Das ist aber ja nicht so, das ist immer noch nicht gewollt. Das ist diese Angst, dass da was passiert. Das sind, für mich sind das wirklich keine Lockerungen, sondern das ist teilweise das Vorspielen solcher Tatsachen, in denen man sagt, guck mal an, ja, das funktioniert doch alles, ja. Und ich bleib da ganz einfach bei, ja. Wenn ich irgendwo anrufen muss, darf ich jetzt meinen Vater, meine Mutter, wen auch immer besuchen, ja. Das ist schon eine Bettstellerei. Man muss sich doch mal überlegen, wie pervers ist das denn, ja. Die Leute bezahlen da Geld für. Die bezahlen da Geld für. Da geht ja meistens die gesamte Rente drauf. Ja? Da geht der Pflegegeld, die Pflegeleistung werden davon bezahlt. Und die bezahlen sich doch nicht dafür, dass die sich wegsperren lassen, ja? Dass sie sich Willkür aussetzen lassen. Das ist doch, was man den Leuten auch mal sagen muss. Ja? Und das ist ja meine große Bitte und mein großer Wunsch auch, dass auch mal aus den Pflegern, ja, dass die mal ihren Morster hochkriegen und sagen, das können wir doch gar nicht machen. Und diese vier, fünf Leute, die das ab und zu mal machen, das ist viel zu wenig. Ja? Okay, Herr Krusch, also unterm Strich würden Sie sagen, die Maßnahmen können sofort nicht gelockert, sondern aufgehoben werden. Ne? So sieht das aus. Ja. Wir wissen, wir als Juristen sowieso nicht, aber wir haben noch nicht genug Tatsachen, um da zu einem abschließenden Ergebnis zu kommen. Wir sind natürlich alle mit gewissen Vorstellungen, Frau Fischer und ich, auch die anderen beiden Kollegen, mit gewissen Vorstellungen hier reingekommen, weil wir ja gesehen haben, sonst hätten wir es ja gar nicht erst gemacht, dass hier Dinge nicht stimmen. Aber wir wissen noch immer nicht genug. Aus Ihrer Schilderung kann ich jedenfalls eins sehen, das geht gar nicht, was Sie da beschreiben. Das ist mit absoluter Sicherheit völlig illegal, auch strafrechtlich illegal. Und Sie sagen, ohne dass man da gerade weiter drüber nachdenken muss, ist jetzt spätestens der Zeitpunkt gekommen, wo all diese Maßnahmen aufgehoben werden sollten. Ja, ich sehe da nicht einen nennenswerten Punkt dazu, warum man das jetzt nicht mehr machen soll. Warum das sich jetzt nicht machen sollte. Das ist ja genau, Herr Kusch, das ist genau die zentrale Frage. Ich weise da immer wieder drauf hin. Nicht diejenigen, die durch die Maßnahmen in Mitleidenschaft gezogen werden, um es mal völlig vorsichtig zu formulieren, müssen darlegen, dass die Maßnahmen falsch sind, sondern diejenigen, die die Maßnahmen veranlasst haben, die Grundrechtsentziehung veranlasst haben und das, was Sie da in drastischer Weise geschildert haben, veranlasst haben, die müssen erklären, warum. Und ehrlich gesagt fehlt mir nach wie vor die Erklärung dafür, aber vielleicht kommen wir ja noch ein Stück weiter. Also Herr Kusch, wir haben hier noch einen Gast, die gleich noch in ähnlicher Weise als Betroffene was sagen wird. Aber ich denke, wir können Ihnen jedenfalls sehr danken. Ich merke auch, dass Sie emotional sehr beteiligt sind, dass Ihnen das wirklich unter die Haut geht. Und das, was Sie gesagt haben, geht mir auch unter die Haut, will ich sagen. Also ich habe das vorhin nicht ganz so ernst gemeint, als ich gesagt habe, ich wünschte, ich hätte das nicht gehört. Aber ich bin jetzt froh, dass ich es gehört habe, sodass man was unternehmen kann.
Also gut. Herr Kusch, ja, ganz herzlichen Dank. Ne? Ja. Alles klar, falls noch was ist, ich gehe immer so jeden Tag, wir können immer was Neues dazu bringen. Kein Thema. Okay, ja? Gut, vielen Dank. Ja, ja. Tschüss. Also schöne Grüße, bis dann. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Ja, Viviane. So, hallo, willkommen. Kommen Sie zu uns. Zu uns. Hallo. Hallo. Ja, wir haben vorhin schon von Frau Fischer gehört, dass Sie sozusagen aus der Perspektive der Betroffenen was sagen können. Ja. Sagen Sie, wer Sie sind. Mein Name ist Doktorin Regina Kühne. Ich komme aus Hamburg und ich habe eine Mutter, demenziell veränderte Mutter im Pflegeheim in Niedersachsen. Und Ihre Mutter ist schon länger? Also meine Mutter ist jetzt seit über 3,5 Jahren im Heim. Allerdings ist das Heim, wo sie jetzt ist, ist das dritte Heim, wo sie ist. Mhm. Aus verschiedenen Gründen habe ich sie halt zweimal umgezogen. Und in dem Heim ist sie jetzt ein gutes Jahr. Also Sie kannten die Situation vor Corona und jetzt mit Corona? Genau. Und was würden Sie da berichten? Naja, also vor Corona war es für ein Heim ein wirklich relativ angenehmes Heim, muss ich sagen. Und ich konnte rein und rausgehen, zu Besuch war zu jeder Zeit möglich. Ich konnte so lange bleiben, wie ich wollte. Die anderen Angehörigen halt auch. Ich konnte mit in die Gemeinschaftsräume gehen. Ich konnte neben meiner Mutter sitzen, wenn es da Essen gab. Manchmal habe ich sogar mal, wenn es noch was übrig war, habe ich auch ein bisschen mitgegessen. Oder ich konnte Kuchen mitbringen oder irgendwas mitbringen, was wir dann zusammen gegessen haben. Wir konnten zusammen rausgehen, spazieren gehen. Ich konnte sie einfach mitnehmen und einen kleinen Ausflug mit ihr machen oder zum Arzt gehen oder irgendwas. Das war wirklich eine ziemlich nette Atmosphäre da. Und und dann kam irgendwie, ich glaube, der 16. März war das, ein Montag jedenfalls, wo ich aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht mehr erinnere, mit der Pflegedienstleiterin des Heims telefonierte. Ich glaube, die rief sogar an aus irgendwelchen Gründen und mir dann so quasi nebenbei sagte, dass sie ab dem nächsten Tag das Heim schließen würden. Und ich bin dann an dem Abend nochmal, gesagt, dann fahre ich da jetzt nochmal hin und bin nochmal hingefahren und habe eben so ein paar Sachen noch in Tüdelchen vorbereitet. So, ich behandle meine Mutter auch mit homöopathischen Mitteln, die habe ich mal da deponiert, damit ich notfalls irgendwem sagen kann, geben Sie immer dies oder das. Und noch ein paar Pflegesachen und was man eben alles so braucht, wofür die Angehörigen zuständig sind, die sie immer besorgen müssen, das nochmal so gut es ging aufgefüllt und einfach nochmal Tschüss gesagt und war ziemlich schockiert. Ich meine, es hatte das Gespräch gegeben, die Heimleiterin oder die Pflegedienstleitung hatte auch gesagt, ja, sie sind sehr unter Druck, weil andere Heime haben schon vor ein paar Tagen zugemacht und ihnen wird vorgeworfen, dass sie fahrlässig sind, dass sie das Heim immer noch geöffnet haben für Besucher und Besucherinnen und sie müssten das jetzt schließen. Und auf meine Frage, wie lange irgendwie, naja, vielleicht 2 Wochen oder so. Und dann habe ich gesagt, na, mit 2 Wochen glaube ich nicht, dass wir da durch sind. Naja, und so kam es dann auch. Dann hieß es noch, naja, Sie können ja, weil am 29. März hatte meine Mutter ihren 90. Geburtstag und an sich hatte ich schon eine kleine, wirklich kleine Feier geplant, da auch im Haus mit im wirklich kleinsten Kreis. Und das hieß, naja, das wird so nicht gehen, aber wir machen da eine Ausnahme, dass Sie wenigstens am Geburtstag Ihrer Mutter dann zu Ihrer Mutter können, durch die Balkontür. Meine Mutter wohnt im Erdgeschoss und so, und dass Sie da wenigstens hin können. Mhm. Und dann halt ein paar Tage in der Woche vor dem Geburtstag wurde ich dann angerufen und mir gesagt, also es ginge leider gar nicht, Sie müssen das absagen, Sie können mir das nicht erlauben, ich darf auch nicht am Geburtstag zu meiner Mutter. Was Sie mir anbieten, ich darf Sie auf dem Balkon sehen, also von außen, da gibt es so eine Terrasse, da würden Sie sie dann rausbringen und ich kann Sie von draußen aus dem Garten sozusagen dann sehen und mit ihr sprechen irgendwie. Und wie lange hatten Sie sie da schon nicht mehr persönlich besuchen können? Also da war das war ja noch am Anfang, das war gerade eine gute Woche, 10 Tage irgendwie so. Und dann kam, hatte ich noch die Idee, dann fiel mir ein, nach diesem Telefonat kam mir der Gedanke, naja, wenn ich da nicht rein darf, aber meine Mutter wird ja sicher raus dürfen, dann gehe ich da jetzt hin und
sah, bitte Sie, Sie sollen sie mir zur Tür bringen und dann gehe ich mit ihr draußen im Garten spazieren, was wir immer gemacht haben. Und dann bin ich halt hingegangen, hatte mich sowieso auch wegen anderen Gründen noch angemeldet, weil ich noch was bringen musste, irgendeine Salbe oder irgendwas. Und sprach dann mit der Pflegedienstleitung und nachdem so diese Sachen erledigt waren und ich dann sagte, ja, und jetzt würde ich gerne mit meiner Mutter spazieren gehen, wollen Sie, können Sie mir die bitte rausbringen, herbringen? Dann guckte sie mich völlig entgeistert an und sagte, nein. Und ich sage, wieso das denn nicht oder wieso nicht? Sie da wird doch wohl raus dürfen und ich kann doch mit ihr draußen spazieren gehen. Nein, also das geht gar nicht und da ich da mich nicht gleich mit zufrieden gab, sagte sie, dann warten Sie, ich spreche mit der Heimleiterin. Und dann ging sie weg und kam wieder und sagte dann, nein, das geht überhaupt nicht und Sie machen das nicht und das ist alles viel zu gefährlich. Und da ist für mich so, so wirklich alles zusammengebrochen, weil ich bis dahin so dachte, das ist wenigstens noch eine Chance, sie zu sehen. Und ja, also auch an dem Tag bin ich wirklich ziemlich zusammengebrochen, weil das hatte so was Endgültiges. Und ich hatte, meiner Mutter ging es halt über den Winter relativ schlecht und ich war insofern überrascht, dass sie sich so weit wieder überhaupt berappelt hatte, dass sie einigermaßen stabil war. Und hat ja eigentlich die ganzen Wochen mich gefragt, ob sie ihren 90. Geburtstag überhaupt noch erleben wird. Und so. Und das hatte sowas wie, ich sehe sie erst tot wieder. Oder also wenn ich Glück habe, darf ich vielleicht noch gerade, wenn es gibt ja irgendwie so Ausnahmeregelungen, wenn irgendwie ein palliativer Zustand festgestellt wird oder so, dass dann die Angehörigen hin dürfen. Aber naja, ich habe gesagt, jetzt geht es ihr mal wieder ein bisschen besser und wir dürfen die Zeit nicht genießen. Oder nicht mal ein bisschen unbeschwert die Zeit verbringen, weil das ganze Jahr vorher war eigentlich immer irgendwas. Sie hat massiv Herzprobleme, Atemnot. Dann hatte sie Krätze letztes Jahr und dann eine antibakterielle Entzündung über Weihnachten und hatte wirklich massiv abgebaut. Es war immer irgendwas und jetzt war endlich mal ein bisschen Ruhe. Und ja, und dann war dieser Kontakt, der wirklich ziemlich innig ist zwischen meiner Mutter und mir. Ich bin da bestimmt 2 bis 3 Mal die Woche regelmäßig sowieso gewesen und in den Zeiten, wo es ihr schlecht ging, eigentlich jeden Tag, wirklich. Und insofern bin ich auch irgendwie eine wichtige Bezugsgröße für meine Mutter, seit sie in den Heimen ist eben. Und naja, und dann kam eben dieser Sonntag mit diesem Geburtstag, das war der kälteste Tag, es hat Schnee geschlackert und was auch immer, also wirklich total ungemütlich. Ich bin da hingefahren mit einem großen Blumenstrauß auf dieses Grasgebiet vor diesem Balkon. Das sind dann aber immer noch bestimmt 5 Meter, weil der Balkon ist so ein bisschen erhöht, weil da drunter ist so eine Art Graben, weil da drunter ist eben die Küche und damit die auch Fenster haben, ist das, naja, wie auch immer, jedenfalls ist da dieser Balkon. Und meine Mutter wurde dann auch rausgebracht, warm angezogen oder vielleicht saß sie da auch schon, weiß ich nicht, und hat mich auch erkannt und sagte dann sofort, ach, das ist ja schön, dass du kommst, dann komm doch mal rein. Und dann stand daneben halt eine Betreuungskraft und sagte, nein, Frau Kühne, das geht nicht, das dürfen Sie, darf sie nicht. Wieso darf sie das denn nicht? Nein, das dürfen Sie jetzt nicht, wir wollen doch nicht krank werden. Und dann habe ich sie angesprochen und dann sagte sie auch Hallo und so, aber über die Entfernung und weil es auch windig war und war eigentlich ein Gespräch kaum möglich, weil es, ja, einfach, sie ist auch schwerhörig und 5 Meter ist schon weit. Und dann eben wir haben dann so ein bisschen uns versucht, ich habe eben versucht, ein bisschen was zu erzählen und ihr den Blumenstrauß gezeigt, den ich mit hatte und so. Und nach 10 Minuten irgendwann ist sie dann aufgestanden und sagte, ihr ist kalt, sie will rein und ich soll doch reinkommen. Dann ging das wieder los. Und dann sagt die Betreuungskraft halt, ja, dann sagen Sie Tschüss und so und dann bringe ich Sie rein. Hat sie dann auch irgendwie reingebracht und eine Pflegekraft sagte, dann warten Sie, ich komme rüber und nehme Ihnen den Blumenstrauß ab. Den habe ich dann an der Eingangstür sozusagen abgegeben und da musste ich wieder nach Hause fahren irgendwie. Und das war, also das war wirklich schlimm für mich und vielleicht für meine Mutter auch. Ja, und dann war erstmal eine Zeit lang gar nichts möglich eigentlich. Ich konnte irgendwie hinfahren und natürlich Sachen bringen oder so. Und irgendwann hat mir dann am Telefon, ich weiß nicht, vielleicht so 2 Wochen später, eine Pflegekraft irgendwie gesagt, ja, gestern war eine ganz schlaue Angehörige da, die hat ihre Mutter durch die Hecke, die haben sich durch die Hecke getroffen. Und wenn Sie wollen, kommen Sie her, dann bringe ich Ihre Mutter raus, dann können Sie sie durch die Hecke wenigstens sehen. Und da habe ich gesagt, natürlich mache ich das, also besser wie nichts, bin da hingefahren. Dann wurde mir auch tatsächlich meine Mutter rausgebracht. Da gibt es so einen kleinen Demenzgarten in dem Haus, wo sie ist.
der direkt an ihrem Wohnbereich zum Glück anschließt. Und dann wurde sie da auch hingesetzt, aber eben durch die Hecke, obwohl die noch nicht wirklich doll belaubt war, das war wahrscheinlich April, hat sie mich also kaum gesehen. Ich hatte dann so ein Röckchen an, das habe ich dann mich ab und zu mal so ein bisschen bewegt, dass sie irgendwas sich bewegen sieht, aber sie hat ganz schnell immer den Faden verloren. Und das ging irgendwie, also war eigentlich nicht wirklich möglich. Und dann das nächste Mal wurde mir dann gesagt, ja, wir machen das anders, weil durch die Hecke, das geht ja nicht. Es gibt an einer Stelle zwischen der Hecke und der Hauswand gibt es so eine Pforte, so eine einfache Gartenpforte. Und dann kommen sie zu der Pforte und wir setzen sie auf die andere Seite der Pforte. Und das war dann so eine Möglichkeit, die mehr oder weniger die ganze Zeit eigentlich bestand, dass ich auf der einen Seite der Pforte stehen konnte und meine Mutter irgendwie im Abstand von zunächst vielleicht 3 Metern und später wurde das auch noch ein bisschen verlängert irgendwie hingesetzt wurde und wir uns dann unterhalten konnten. Das war auf jeden Fall näher als mit diesem Balkon und überhaupt auch ein bisschen geschützter und ruhiger. Also da konnte man sich, wenn der Wind nicht zu stark war und die Hörgeräte funktionierten, konnte man sich dann schon irgendwie unterhalten. So gut wie das eben mit dementiell veränderten Menschen ist. Aber weite Teile dieses Besuchs, und es gab einmal war es wirklich extrem, da war ich 35, 40 Minuten da. Und es kreiste nur um die Frage, also von meiner Mutter aus jetzt, ach, das ist schön, dass du da bist, komm doch mal rein jetzt, das ist doch schön. Sag ich mal, ich kann jetzt hier nicht reinkommen. Ja, warum denn nicht? Da ist doch die Pforte. Ja, genau, die Pforte ist zu. Ja, aber da ist doch der Hebel, du musst nur den Hebel hochmachen. Sag ich mal, das geht jetzt nicht. Ach, das ist bestimmt zu schwer, dann müssen da die Männer kommen und müssen das machen. Sag ich, ja, genau, morgen kommt der Hausmeister, der macht das dann. Ja gut, dann komm doch einfach in mein Zimmer, dann gehen wir in mein Zimmer. Mama, darf ich nicht, dürfen wir jetzt nicht. Wie, du darfst nicht in mein Zimmer? Wo gibt's sowas denn? Das glaubt mir doch keiner. Dann komme ich eben raus. Sagt sie, Mama, das darfst du auch nicht. Das gibt's doch gar nicht, das glaubt mir doch keiner. Und dann die Schleife wieder von vorne. Du brauchst doch nur diesen Hebel da hochmachen an diesem Gartentor. Und das ist da wirklich einmal, wo das die ganze Zeit, wo ich da war, wir nicht von diesem Thema runtergekommen sind. Die anderen Male war es, meistens habe ich sie irgendwie geschafft abzulenken und dann irgendwie haben wir uns über die Blumen oder die Wolken oder sonst was unterhalten. Aber das war jedes Mal Thema, dass man doch nur diesen Hebel da aufmachen musste. Und wie ist die Situation jetzt? Ja, es hat sich etwas gelockert. Seit irgendwie Anfang Mai wurde ein Besuchszimmer eingerichtet. Ein Besuchszimmer mit einer Plastikwand dazwischen. Ich war da nie drin, weil ich finde das Gefängnis und das tue ich meiner Mutter nicht an und mir auch nicht an. Ich finde es also wirklich Gefängnis ganz schrecklich. Besuchszimmer mit einer Plastikwand transparent oder wie? Ja, transparente Plastikwand und auf der einen Seite sitzen halt die besucht werden oder die Angehörigen, die Heimbewohnerinnen und oder Heimbewohner und auf der anderen Seite durch die Balkontür aus dem Garten dürfen die Angehörigen rein. Und es dürfen, glaube ich, in dieses Zimmer bis zu 3 Besucher gleichzeitig und müssen aber natürlich Schutzmaske tragen, obwohl da schon diese Plastikwand ist. Und die Bewohner müssen, glaube ich, wenn nicht irgendwas dagegen spricht, zumindest in dieser Verordnung steht, glaube ich, die müssen auch, sollen eigentlich auch eine Maske tragen, trotz dieser Plastikwand dazwischen. Und kann gar nicht kommunizieren. Ja, versteht sich wahrscheinlich auch überhaupt nicht durch die Maske und dann Wand und so weiter. Ja, es soll Leute geben, die sich damit wohl wirklich sicher fühlen, die das ganz schön finden, hat mir jedenfalls die Heimleiterin oder, glaube ich, jemand gesagt, dass es Leute gibt, die das schön finden oder die das damit ganz einverstanden sind. Von einem anderen Angehörigen habe ich gehört, dass er sich mit seiner Mutter auch da drin getroffen hat und dass die Mutter sich da auch total unwohl gefühlt hat, dass sie auch ihren Sohn durch die Plastikwand mit der Maske überhaupt nicht erkannt hat und dass sie den Besuch nach ein paar Minuten oder 10 Minuten abgebrochen haben und das bestimmt nicht wieder machen. Also ich habe dann die andere Variante, was dann auch erlaubt wurde, gewählt, dass ich meine Mutter an der Tür eben abholen durfte und mit ihr im Garten spazieren gehen durfte. Sie haben sie dann in den Rollstuhl gesetzt, weil sie mit dem Rollator, das geht zwar, aber ist halt relativ klapprig so und also das geht jetzt wieder. Das hatten Sie doch vorhin geschildert, das ging das nicht ging, mal das. Nein, das ging ungefähr 2 Monate auch nicht. Mhm. Das wurde dann erlaubt, das war schon mal ein Fortschritt natürlich, eine Verbesserung. Und es gibt inzwischen auch weitere Verbesserungen, kann ich auch noch erzählen. Mhm. So, also das
war jedenfalls so, dass auch meine Mutter jetzt, die Heimleiterin gesagt hat, sie hat gesehen, dass sie krank, in ihrer Krankenhistorie, dass sie von der Maskenpflicht befreit ist. Das ist natürlich auch schon mal nett oder gut für meine Mutter und letztendlich auch für mich, weil ich einfach die Idee, diesen alten, klapprigen Menschen so eine Maske aufzusetzen, schrecklich finde. Genau, bei diesem ersten Besuch war das zum Beispiel auch natürlich so absurd, weil ich musste ja das Abstandsgebot einhalten. Das gilt natürlich auch nach wie vor und galt die ganze Zeit. Und als große Ausnahme wurde mir und vermutlich auch den anderen Angehörigen dann erlaubt, den Rollstuhl selber zu schieben, weil sonst hätte eigentlich jemand vom Personal meine Mutter irgendwie in den Garten schieben müssen und ich hätte mich dann in, weiß ich nicht, 1,50 Meter, 2 Meter Abstand dazusetzen dürfen. Und dann durfte ich sie halt selber schieben. Und dann wurde ihr aber, obwohl sie es eigentlich nicht brauchte, trotzdem erstmal noch einen Mundschutz aufgesetzt, als wir dann losgingen, weil angeblich meine Mutter den haben wollte. Und nach 3 Schritten wurde ihr das unangenehm, dann schob sie den irgendwie hoch, mit dem Ergebnis, dass er ihr dann vor den Augen saß und auf der Nase. Und ich ja da nicht dran durfte, wegen Abstand einhalten und all sowas. Und ich, wie ist das jetzt? Ist die Abstand... Nein, der Abstand ist immer noch da. Also, und das ist auch jetzt ganz neu, weil es gibt seit Montag eine neue Verordnung aus Niedersachsen. Und die interpretieren mein Bruder und ich so, da steht vorne drin, dass für Gruppen von bis zu 10 Personen aus dem kann das Abstandsgebot aufgehoben werden. Das ist so ganz allgemein. Und dann gibt es weiter drunter Paragraphen für Krankenhäuser und für Pflegeheime. Und in den Paragraphen für Pflegeheime steht nichts, was diese, aus unserer Interpretation, was diese allgemeine Verordnung da außer Kraft setzt. Sondern daraus sehen wir damit zum Beispiel meine Mutter und ich, und vielleicht auch noch mein Bruder oder ein paar andere Leute, eben bis 10. Wir bilden eine feste Gruppe, die eine Bezugsgruppe, die diesen Abstand nicht mehr einhalten müssen, ist unsere Interpretation. Auf meine erste Mail hin hat die Heimleiterin mir gerade gestern geschrieben, das wäre wohl eine falsche Interpretation. Nee, die Abstand, das gilt schon weiter und da ändert sich gar nichts dran an diesen ganzen Hygienemaßnahmen. Mein Bruder hatte dann gestern noch mal etwas ausführlicher hingeschrieben, wie wir eben diese Verordnung interpretieren. Darauf war zumindest bis heute Mittag, hatte ich da jetzt noch keine Antwort. Und die Krux ist, das war auch die ganze Zeit, mein Bruder und ich hatten dann schon im Mai oder Ende Mai oder Anfang Juni gab es schon mal eine neue Verordnung vom niedersächsischen Land, die aus unserer Sicht auch schon Lockerungen enthielt. Moment, ich muss mir kurz sammeln. Das waren aber noch nicht bereit war, mitzutragen. Genau, wo explizit drin stand, von Herrn Weil auch betont worden war, dass sie eingesehen haben, dass man doch den Heimbewohnern Kontakt ermöglichen muss und dass deswegen jetzt alles dafür getan werden muss, dass wieder Kontakte möglich sind. Und Kontakte bedeuten aus unserer Sicht auch Berührung, anfassen. So. Also sind wir wieder im Bereich rechtsfreier Raum, wo es jedem überlassen ist, zu interpretieren, was so eine Verordnung bedeutet oder nicht. Der eine das Schlimmste sagt, ist, hey, ich schließe für mich daraus, dass Kontakte wieder erlaubt sind. Und der andere sagt, nö, es hat sich nichts geändert. Ja, und es gibt eben noch am schlimmsten dazu, dass es gibt so einen Corona-Krisenstab, und dem steht, soweit ich weiß, das Gesundheitsministerium aus Niedersachsen vor, die Frau Reumann ist das, glaube ich, die Gesundheitsministerin, und die geben auch noch Verordnungen heraus oder setzen oder so ein Hygienekonzept. Und in dem steht nach wie vor, zumindest in der letzten mir bekannten Fassung, die ist von Mitte Juni, glaube ich, da hat sich meiner Kenntnis nach bis jetzt nichts geändert. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt, steht immer noch drin. Es muss auf jeden Fall das Abstandsgebot eingehalten werden und diese Maskentragerei. Und dann, naja, das ist länglich, dieses Dokument noch ein, aber das sind die zentralen Punkte. Und ja, aber dann hat sich dann doch gar nichts geändert. Ja, und dann sagt, ich meine, da kann ich die Heimleitung auch irgendwie verstehen, die sagen, sie sind an die Weisung vom Gesundheitsamt gebunden. Und solange wie das da drin steht, können sie da nicht drüber hin. Aber wie kann denn der Ministerpräsident sagen, er möchte Kontakt und das in die Verordnung schreiben und das Gesundheitsamt sagt, nein, das gilt nicht. Weil jeder macht, was er will, weil keiner weiß, was los ist und keiner offenbar auch nur ansatzweise Verständnis für die Situation hat. Rechtlich schon mal überhaupt nicht. Rechtsfreier Raum eben. Also wir haben denen halt geschrieben und auf die erste E-Mail hat es irgendwie über eine Woche oder fast 2 Wochen gedauert, bis eine Antwort kam. Das war dann eine längliche E-Mail, die auf unsere E-Mail quasi überhaupt nicht einging, war mein Gefühl, und auch auf die Menschen nicht einging, sondern gefühlt ging es da nur um Infektionsketten. Uns wurde lang und breit erklärt, dass das alles ja nur dafür da ist, um die ganzen Maßnahmen, um die Infektionsketten zu unterbrechen.
Und darum, wie es den Menschen geht oder ob das denen gut tut oder so, ging es überhaupt nicht. Und da haben wir nochmal drauf hingeschrieben und dann kam relativ schnell eine Mail, ja, es würde jetzt nochmal eine neue Verordnung geben und irgendwie ein paar Lockerungen. Das Ergebnis war dann, dass diese Passage, mit dem das Kontakt ermöglicht werden sollte, aus der Verordnung des Niedersächsischen Landtags rausgestrichen war. Die war da nicht mehr drin, aber dieses Hygienekonzept des Gesundheitsamts war so, also zumindest in diesen Punkten Abstand und Maskenpflicht und so, hat sich da nichts getan. Also es gibt inzwischen weitere Schritte seit zwei Wochen irgendwie darf ich, also was ich zwischendurch auch durfte, was ich nebenbei dann mal erfahren habe, was ich einmal ausgenutzt habe, als es nämlich regnete und ich eigentlich mit meiner Mutter spazieren gehen wollte, dann hieß es, ja, Sie können ja vor Ihre Tür kommen, wir stellen die Tür, so eine Balkontür auf Kipp und dann können Sie sich durch die Tür mit Ihrer Mutter unterhalten und das ging mehr schlecht als recht, also ging natürlich und sie hat sich gefreut, wir konnten winken, aber eben Verständigung war durch so ein gekipptes Fenster gar nicht möglich und ich weiß es von Bekannten von anderen Heimen, einem anderen Heim im südlichen Niedersachsen, die durften, hatten quasi nur diese Chance und die Mutter wurde 2 Meter weit weg vom Fenster gesetzt und sie mussten auch nochmal 2 Meter weg vom Fenster sein, also da war eine Kommunikation, eine Unterhaltung quasi überhaupt nicht möglich. Und aber das scheint doch für mich, kommt hier der Eindruck auf, als würde jeder nach Orientierung suchen und keiner eine geben können. Na, wenn das schon damit losgeht, dass man eine Verordnung, deren gesetzliche Grundlage ohnehin schon zweifelhaft ist, wenn man da schon nicht genau weiß, was das eigentlich bedeuten soll, dann frage ich mich schon, wie wollen andere damit umgehen? Also Sie sind ja nach wie vor verunsichert, oder? Haben Sie da jetzt eine klarere Vorstellung davon, wie Sie sich jetzt verhalten können, was Ihre Mutter angeht? Nein, da gibt es immer noch sehr viele offene Fragen. Ich habe zwar dann jetzt eben der letzte Brief von der Heimleitung, war jetzt, ich weiß gar nicht, vor 2, 3 Wochen irgendwie. Seitdem darf ich jetzt sogar wieder in das Zimmer meiner Mutter. Also das hat sich so weit gelockert, dass ich in... Allerdings nur mit Mundschutz und ich darf sie nach wie vor nicht anfassen. Also immer noch dieser 1,50 Meter Abstand. Ich finde es grausam. Ich finde es wirklich grausam und Menschen unwürdig und letztendlich auch menschenverachtend. Wie geht Ihre Mutter denn damit um? Ich meine, die wird ja gewohnt sein, dass Sie sie früher auch in den Arm genommen haben oder irgendwie geholfen, nah bei ihr saßen. Ja, sie versteht das natürlich gar nicht. Also sie versteht das alles ja überhaupt nicht. Also sie kann es nicht mehr einordnen irgendwie. Und sie ist zum Glück relativ stabil und relativ guter Laune irgendwie. Und freut sich immer schon, wenn ich sie sehe. Und meistens schaffe ich sie auch irgendwie abzulenken, weil das eins der ersten Male ist sie so direkt mit mir mit ausgestreckter Hand angekommen. Was sollte ich denn da machen? Und ich habe es auch beobachtet bei anderen Angehörigen, die sich verabschieden wollten, auf dem Parkplatz da und die Bewohnerin dann auf den, das wahrscheinlich war wohl der Schwiegersohn, zuging und wollte Tschüss sagen und der dann Schritte zurückging und sagte, bleib mal stehen, komm nicht näher. Was soll man denn dazu noch sagen irgendwie? Das ist denn das Heim überhaupt von Corona betroffen? Nein, bis jetzt nicht. Die Heimleitung, ja, aber es sind wirklich viele Leute, also nicht alle, aber doch einige vom Personal sind wirklich in meiner Wahrnehmung extrem ängstlich und haben riesen Angst, dass sie das da auch reintragen können. Ich habe gehört, dass das Personal teilweise nicht mehr einkaufen geht, teilweise die eigenen Kinder nicht mehr irgendwie umarmt, nur um sicherzustellen, dass sie das nicht da reintragen. Und das finde ich auch so grausam gegenüber diesen armen Menschen, die da arbeiten müssen und plötzlich mit dieser Verantwortung bedroht wird und belastet werden, dass sie eventuell schuld sein könnten. Und ich meine, das ist doch hier keine Schuldfrage. Viren sind überall und wir haben schon immer Influenza gehabt und andere Erkrankungen und man hat sich irgendwo angesteckt und wir haben nie irgendwie nach der Verantwortlichkeit im Außen gesucht. Wenn überhaupt jemand verantwortlich ist, ist es aus meiner Sicht die Person, die sich ansteckt. Weil entweder es gibt vielleicht Fälle, wo ich es nicht weiß. Aber wenn ich irgendwo hingehe und ich weiß, da ist jemand erkältet oder so, dann kann ich ja selber entscheiden, setze ich mich dem Risiko aus oder nicht. Ja, die Argumentation ist die, dass auch diejenigen eine Verantwortung haben, die anstecken könnten. Das ist die Argumentation. Deswegen kommen wir immer auf die gleiche Frage zurück. Wie gefährlich ist das und wie zuverlässig sind die Tests? Wüsste man, dass es super hoch gefährlich ist, so wie am Anfang die
ja, das Panikpapier bis heute, das ist ja von niemandem aufgehoben worden, angeordnet hat, dann würde ja jeder auch verstehen, was los ist. Dann müssten aber um uns herum serienweise die Leute tot vom Hocker fallen. Ja. Ist aber nirgends passiert. Mhm. Wüsste man hingegen, dass es tatsächlich so ist wie eine normale Grippewelle, vielleicht ein bisschen schwieriger, vielleicht auch nicht ganz so schwierig, dann würde man sich an den Kopf fassen und fragen, was ist hier eigentlich los? Und was Sie da gerade schildern, das sind wahrscheinlich nicht sehr viele Menschen, die sowas erleben, aber all diejenigen, die Angehörige haben, die in Pflegeheimen sind und die sie gerne besuchen. Wir haben ja eben von Stösser gehört, dass es ohnehin nur eine relativ kleine Gruppe von Angehörigen gibt, die sich ernsthaft um ihre Angehörigen in Pflegeheimen kümmern. Mhm. Aber sie tun es offenbar und ihr Bruder auch. Und diese kleine Gruppe wird in dieser Weise frustriert. Das ist anschaulich zu hören von Ihnen. Und ich frage mich jetzt noch mal mehr, wo ist die Grundlage für all dies? Ja, das fragen wir uns auch. Also insbesondere jetzt nach 4 Monaten. Also am Anfang habe ich gedacht, okay, wenn das alles irgendwie gefährlich ist und ja, okay, vielleicht, also 2 Wochen vielleicht oder meinetwegen auch 4 Wochen bis Ostern irgendwie habe ich gedacht, dann, weil sich da ja schon abzeichnete, dass die Zahlen bei weitem eigentlich im normalen Bereich waren und die Grippewelle im Grunde vorbei waren, wenn man da mal wirklich auf die Zahlen im Robert-Koch-Institut unvoreingenommen drauf geguckt hat. Und ich hatte... Sie sind Mathematikerin, ne? Ja. Sie können mit Zahlen umgehen. Ich kann mit Zahlen umgehen. Und haben Sie dieses Video von Professor Homburg mal gesehen, wo er dargelegt ja, hat? Ja, von Professor Homburg. Es gibt ja unzählige Videos. Ich habe mir sehr viel angeguckt. Fanden Sie das überzeugend oder waren da logische Brüche drin? Nein, das war sehr überzeugend. Und genauso überzeugend finde ich auch das Video. Ich war das, ich weiß nicht, was jetzt auseinandergeklamüsert hat und Sie hatten ja auch mal so ein Papier rumgeschickt von einer Mathematikerin aus Hannover, wie diese Tests, wie je weniger wirklich Fälle es gibt, umso mehr wird die Anzahl der der falsch positiven Fälle. Mhm. Und wir haben hier, es wird getestet wie wild und es werden irgendwie noch positive Fälle gefunden und was ich dabei unverantwortlich finde, dass man immer positive Testergebnisse mit Krankheit oder gleichsetzt. Denn das wissen wir, am Ende gibt es meines Wissens, und ich habe wirklich mich viel informiert im Internet, keine Studie, bei der überhaupt mal schon dieses Virus überhaupt isoliert wurde, geschweige denn nach den Koch'schen Postulaten nachgewiesen wurde, dass es überhaupt irgendwelche Krankheitssymptome auslöst. Weil in Österreich zum Beispiel sind statistisch vom österreichischen Bundesamt, das hat der Raphael Bonelli in einem Video mal mitgeteilt, sind mehr Menschen in diesem Frühjahr an Influenza gestorben als an Corona. Und das, wo wir wissen, wer alles als Corona-tot gezählt wird. Mhm. Und ob hier überhaupt irgendwer an Corona gestorben ist. Das sind medizinische Fragen, da müssen wir noch ein paar Mediziner zu befragen. Aber ist es tatsächlich so, dass Sie das Gefühl haben, dass jetzt mit Macht versucht wird, die Maßnahmen aufrechtzuerhalten und um die aufrechterhalten zu können und nicht zugestehen zu müssen, dass man einen Fehler gemacht hat, versucht man verzweifelt, irgendwelche Infektionszahlen in die Höhe zu treiben? Das ist mein Eindruck, ja. Hm. Ha. Da werden Sie, glaube ich, nicht die Einzige sein. Also alle Leute, die mit Zahlen umgehen können, was ich nicht kann. Aber mich hat trotzdem überzeugt, was ich da bei Homburg gesehen habe. Alle Leute, die mit Zahlen umgehen können, für die müsste sich das Bild genauso darstellen wie für Sie. Denn diese Zahlen, die Homburg benutzt hat, die waren ja offizielle Zahlen des RKI. Ja. Mhm, genau. Na gut, das sind sogar die offiziellen Zahlen, aber wir wissen ja mit Büschel auch oder so, dass man natürlich auch in bestimmten Dingen dann auch noch zusätzlich, also in Bezug auf die Todesanzahl oder sowas, kann man wahrscheinlich auch noch Fragezeichen haben. Also es gibt ja ganz viele Punkte, aber nur, wenn man die offiziellen Zahlen sich jetzt anschaut, schon allein da muss man ja irgendwie quasi nur noch von einem Grundrauschen möglicherweise des Tests selbst ausgehen, was wir hier haben. Also ich denke, ein gutes Beispiel ist eben auch dieser Fall da in Tönnies, wo irgendwie, weiß ich nicht, 1000 Leute plötzlich getestet wurden oder 1000 wurden positiv getestet und dann von einem Tag auf den anderen waren die plötzlich alle nicht mehr positiv, weil sie das nächste Mal getestet wurden. Ich habe das selber in Göttingen erlebt. Ich bin dann zufällig auf diese Situation des umzäunten Bereichs, Hochsicherheitstrakts, kann man schon sagen, zugegangen, weil es mich einfach interessiert hat. Und auch da war am Ende nichts.
Lauter positive Tests, so richtig viele waren es auch nicht, aber dafür wurden trotzdem alle 700 eingekesselt und konnten nur noch durch eine Schleuse raus. Ja. Und am Ende war nichts. Keiner war erkrankt, keiner ist gestorben. Keine Symptome bei irgendjemandem. Es müsste doch langsam mal jemandem zu denken geben. Also wenn ich dann so betroffen wäre wie Sie, würde ich wahrscheinlich auf die Barrikaden gehen. Aber immerhin, wir tun ja jetzt was. Ja, und sagen Sie bei den Influenza, also jetzt, wenn man sonst in das Heim gekommen ist früher und hat, man hatte vielleicht eine Grippe oder sowas, gab es denn da auch Gespräche, die man vielleicht im Vorfeld hatte, wo die sagen, wissen Sie, wenn Sie da was haben, kommen Sie mal lieber nicht? Oder wie ist das gehandhabt worden? Weil die Situation ist ja auch jetzt nicht ganz neu, dass da Leute mit irgendeiner Erkältungskrankheit beispielsweise trotzdem ihre Angehörigen besuchen. Oder wie wurde das gehandhabt? Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass mich da mal gezielt jemand drauf angesprochen hat, aber das sind ja, finde ich, relativ allgemeine Regeln, die mir zumindest klar sind, seit meine Mutter im Heim ist spätestens und seit die klapprig ist, wenn ich erkältet war oder meine, ich bin, könnte irgendwie ansteckend sein, dann gehe ich da nicht hin. Also gesunder Menschenverstand das ist, im Prinzip. Das, ja. Genauso wie ich nicht zur Arbeit gehe, wenn ich irgendwie erkältet bin. Dann sind wir auch aufgefordert, eher zu Hause zu bleiben und schon immer. Also und so war das vorher auch immer quasi automatisch, wenn Sie Ihre Mutter während einer Grippewelle besucht haben, haben Sie gesagt, gehe ich nicht hin, wenn ich selber jetzt gerade mal krank bin oder mich krank fühle. Ja. Und haben einfach automatisch, ohne groß drüber nachzudenken, das gemacht, was der gesunde Menschenverstand empfiehlt, oder? Ja, klar. Und ich meine, aber da braucht man keine Anordnung, nein, oder? Nein, da braucht man keine Anordnung. Und ich finde es ja auch in Ordnung, wer sich wohler fühlt mit Abstand und Maske, kann das ja gerne machen. Irgendwie, wenn da jemand... Ja. Aber es, das allen aufzudrücken als Verordnung, das geht gar nicht, aus meiner Sicht. Mhm. Das geht gar nicht und schon gar nicht diesen... Menschen, den Senioren und Seniorinnen im Altersheim und auch den Kindern, finde ich, ist genauso eine schlimme Gruppe, die sich ja nicht wehren können und die auch nicht wirklich gefragt werden können. Und ich habe eine Generalvollmacht von meiner Mutter. Insofern, finde ich, hätte ich gefragt werden müssen oder mein Bruder. Natürlich. Oder auch die rechtlichen Betreuer. Wir wurden überhaupt nicht gefragt und selbst uns wurde ja der Zugang verwehrt. Also wenn hier was wirklich ganz gravierend Schlimmes grassiert, kann man ja vielleicht über Sachen diskutieren, aber dass wenigstens die engsten Bezugspersonen, das finde ich, kann ich mir nichts vorstellen, was das verhindern sollte. Nein, nicht nur die engsten Bezugspersonen, Sie sind genau. Die als diejenige, die per Generalvollmacht sozusagen per se dafür da ist, die Entscheidung für Ihre Mutter zu treffen. Ja. Also Sie sind diejenige, die man hätte fragen müssen, das ist völlig rätselhaft. Ja. Ja, es ist. Ich habe auch schon mit zwei Anwälten an sich mal Kontakt aufgenommen und überlegt, ob man irgendwie auf dem Gerichtsweg oder Rechtsweg da irgendwas machen kann? Ich glaube, dass viele Juristen, das haben wir ja selber auch gesehen, hinter vorgehaltener Hand will ich noch nicht mal sagen, aber im Privatgespräch genau derselben Meinung sind wie wir, das heißt zumindest erhebliche Zweifel haben und gerne wissen würden, gibt es eigentlich eine sachliche, eine tatsächliche Grundlage für all das? Dann kann man prüfen und gibt es dann da überhaupt eine rechtliche Grundlage dafür. Aber die meisten kommen im Moment noch nicht aus der Kurve und das werden sie im Gericht erst recht nicht erleben, nach meiner Einschätzung jedenfalls, sondern dafür müssen erst genügend Tatsachen an die Öffentlichkeit kommen, denen man sich dann nicht mehr entziehen kann. Solange aber jede Diskussion und jede Tatsachenfindung per Panik entschieden wird, weil einfach das die Devise war. Das hat mich so richtig böse gemacht, als ich das gesehen habe, dass dieses Panikpapier offenbar funktioniert. Ja, und Leute, die normalerweise einen Kopf haben, plötzlich das Gehirn ausschalten. Ja. Oder vielleicht hatten sie auch nie einen, haben nur den Eindruck erweckt. Aber das ist das, wo ich mich frage, wieso gehen die Leute nicht auf die, oder fragen wenigstens. Ich meine, sie gehören ja zu denjenigen, die fragen. Und die wissen wollen, warum ist das so und muss ich das eigentlich noch länger mitmachen? Aber ein Versuch ist es trotzdem wert, wenn Sie versuchen, über Anwälte und ein Gericht was zu erreichen. Vielleicht haben wir ja schon genügend in Gang gesetzt, vielleicht brauchen wir auch noch eine kleine Weile. Auf jeden Fall wird sich das, was wir glauben, an Tatsachenerkenntnissen gewinnen zu können, nicht unterdrücken lassen. Das hoffe ich ganz stark. Insofern finde ich diesen Ausschuss und Ihre Initiative wirklich ganz toll und bin sehr hoffen, froh, dass Sie was das nützt, tun. Aber ja. Danke. Okay, und es ist einfach auch so, dass mir dann eben auch gesagt wurde, naja, das Problem ist, weil es gibt ja schon ein paar Anwälte und Anwältinnen, die auch schon Klagen eingereicht haben und sowas, die kämpfen dann damit, dass sich diese Verordnungen alle Nase lang ändern und dann haben sie gegen eine irgendwas, genau, das ist das eine, was es eben unglaublich schwer macht, da glaube ich jetzt was zu machen und das andere, dass eben viele
aus meiner Sicht mit meinem laienhaften Sichtweise verständliche oder eigentlich nachvollziehbare Anliegen und Klagen von den Gerichten einfach absurderweise zurückgewiesen werden und abgelehnt werden oder nicht unterstützt werden aus mir nicht nachvollziehbaren, was dafür eine rechtliche Basis ist. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Gar keine. Feigheit. Ja, ja, das habe ich, wollte ich jetzt nicht so sagen, aber denkt man sich natürlich. Mhm. Mhm. Ja. Das fragt sich wirklich jeder. Ja, also Sie sind extra aus Hamburg gekommen, nicht? Ja. Ja, vielen Dank. Das war Ihnen auch wichtig, ne? Das war mir auch wichtig. Vielen Dank für weil den es Aufwand. Mhm. Eine Chance ist, denke ich. Mhm. Es ist eine Chance und ich finde, das muss an die Öffentlichkeit, denn es ist einiges, es gibt viel im Internet, viele Informationen, aber es wird so viel auch an Informationen entweder diskreditiert und runtergemacht, verteufelt von den Massenmedien oder von irgendwelchen anderen Leuten. Es gibt keine wirkliche Diskussion zwischen unterschiedlichen Meinungen. Das wird alles total unterdrückt. Und das, finde ich, ist fast das Gefährlichste und das Schlimmste an dieser ganzen Situation, dass diese Meinungsfreiheit so ausgehebelt wurde. Demonstrationen sind nur unter absurden Maßnahmen möglich. Und auch da wird ja mit zweierlei Maß gemessen. Also wenn man diese Black Lives Matter-Demos gesehen hat, hat sich kein Mensch drum geschert. Wenn in Hamburg oder irgendwo, ich kenne es jetzt aus Hamburg, eine Querdenken-Demo ist oder so, absurde Auflagen und alle 10 Minuten kommt die Polizei mit irgendwas anderes. Man muss sich hier noch und da darf man nicht hin und wieder mehr Abstand und noch mehr Masken. Und diese Situation ist auch aus unserer Sicht extrem gefährlich, weil das sogenannte rechtliche Gehör oder überhaupt das Gehör, das gewährt werden muss, immer wenn der Staat mit beschränkenden und hier mit massivst beschränkenden Maßnahmen eingreift. Wenn dieses rechtliche Gehör nicht mehr gewährt wird, dann machen die Leute das am Ende selbst. Das sage ich nicht, sondern das ist eine bekannte Entscheidung des amerikanischen Supreme Court aus den 30ern schon, wo gesagt wurde, wenn die Menschen das Gefühl bekommen, dass sie im Gericht jetzt nicht mehr gehört werden, dann holen sie die Winchester aus dem Schrank und erledigen das selbst. Denn Gerechtigkeit geht ja, sagt der Supreme Court, und das ist ja logisch, Gerechtigkeit geht auch ohne Gerichte. Das hat nur enorme Kollateralschäden. Und das ist der Grund, warum wir glauben, dass es umso wichtiger ist, dass die andere Seite nun doch gehört wird und dass dann auch vielleicht beide Seiten mal miteinander reden, damit sich das bessere Argument am Ende durchsetzt. Denn so ist das, ich glaube, Schiffmann hat das mal gesagt, dass das ist ja eine ganz normale wissenschaftliche Weisheit. These, Antithese, Synthese. Genau. Ne? Der eine sagt dies, der andere sagt das und am Ende kommt man ja zu einem Ergebnis. Wenn aber nur eine einzige Meinung zugelassen wird und die anderen nicht nur nicht gehört, sondern verteufelt werden, dann gibt es eine Katastrophe. Ja, ja. Und da wollen wir nicht hin. Genau. Ich finde das auch ganz toll, dass Sie da gekommen sind, weil es eben doch auch viele Menschen, wir kriegen ja so viele Zuschriften auch und viele sind auch, schildern ihre Fälle, aber sind aus irgendwelchen Gründen halt entweder scheu oder haben eben Bedenken oder nehmen Rücksicht auf den Beruf oder auf eine Konstellation, wo sie denken, da könnte ihnen etwas drohen. Und ich finde das insofern ganz toll, dass sie hier den Weg hergefunden haben und also das mit uns geteilt haben, weil wir dadurch einfach auch wirklich auch eine Inspiration sein können für andere, auch jetzt die Stimme zu erheben und zu sagen, da bin ich in dieser Situation ganz ähnlich betroffen wie vielleicht Sie oder anders betroffen und ich mache das jetzt auch öffentlich. Und wenn das ganz viele Menschen öffentlich machen, dann haben wir auch einfach eine Möglichkeit, da eine Debatte, die ja so lange jetzt unterdrückt worden ist, über die ganzen Themen einfach auch anzuschieben. Was ich noch erwähnen möchte, von einer anderen Bekannten hörte ich gerade, die hat ihre Mutter in Hamburg in einem Heim und da ist es zum Beispiel ganz anders. Die dürfen ihre Mutter umarmen, mit Mundschutz zwar, aber die dürfen ihre Mutter anfassen und umarmen, aber die dürfen nicht in ihr Zimmer. Ja, das zeigt also wieder die absolute Absurdität. Also da brauche ich gar keinen Untersuchungsausschuss. Da kann ich mit einem gesunden Menschenverstand erkennen, das macht keinen Sinn. Wieso soll das, was tödlich ist, in dem einen Heim, in dem anderen Heim völlig normal sein? Ich hatte es vorhin gesagt, da waren Sie nicht da. Wieso soll ein Richter sagen können, ihr habt hier in meinem Gerichtssaal eine Maske aufzuhaben und dann gehe ich einen Gerichtssaal weiter, weil ich da die nächste Verhandlung habe und da ist keine Maske auf. Es macht einfach keinen Sinn. Nein, es macht in meinen Augen macht wissen, es was alles ist los. Überhaupt keinen Sinn. Das sind auch die Panik, das sind emotionale Überreaktionen und so weiter und wir müssen das einfach auf eine sachliche Ebene, auf die es auch gehört. Ja, ich kann ja nicht emotional über eine Entscheidung in der Gefahrenlage entscheiden. Ja,
Das kann ich irgendwie machen, wenn der Tiger direkt vor mir steht und die Situation eindeutig ist, ja, dass ich in Panik, in Angst wegrenne. Mhm. Aber wenn wir hier eine Situation haben, wo wir eben wirklich Handlungsalternativen haben, dann müssen wir da auch mit einem ganz bewussten Auge hingucken. Wir müssen das diskutieren, wir müssen schauen, welche Möglichkeiten gibt es und uns für die entscheiden, die den allerkleinsten Schaden für die allergrößte Anzahl von Menschen. Ja, das ist für mich unbegreiflich, denn wie du es gerade gesagt hast, hier steht kein Tiger vor uns, der eine spontane, unmittelbare Reaktion erfordert. Der ganze Kelch ist an uns vorübergegangen. Aus welchen Gründen, das werden wir dann mal sehen. Mhm. Waren es wirklich die Maßnahmen, die eingesetzt haben, nachdem die Kurve schon längst nach unten ging? Oder war es vielleicht der ganz normale Lauf der Dinge? Das müssen wir feststellen. Und zwar in Ruhe, weil, wie gesagt, wir haben keinen Grund mehr zur Panik, wenn wir ihn überhaupt je hatten. Ja, genau. Mhm. Und ich finde halt in Bezug auf die Alten- und Pflegeheime, ich finde aus meiner Sicht, die ganze Situation hat mir gezeigt, das ist der völlig falsche Weg, den wir da als Gesellschaft gehen. Diese Institutionen sind... das geht so nicht, weil ich habe große Besorgnis und große Bedenken. Es wird ja alle Welt redet von der zweiten Welle und Impfzwang und was weiß ich. Irgendwer wird irgendwas wieder finden, die nächste Panik wird kommen und dann werden die wieder dicht gemacht. Ja. Darum und muss das hier aufgeklärt werden, mit allen Mitteln. Dies muss aufgeklärt werden, denn das darf sich nicht wiederholen. Das ist auch exakt ja mein Ansatz, dass wir... Wenn wir das nicht schaffen, dann läuft hier nur noch alles in die falsche Richtung. Dann haben wir irgendwann die genetischen Eingriffe und dann... Ja. Als einziger Vorteil vielleicht Kinder mit 6 Köpfen, sodass man wieder Zirkusse gut bevölkern kann. Ja, und also das würde ich gerne noch anstoßen. Also ich denke, wir müssen auch andere Arten von Einrichtungen haben. Diese großen Einrichtungen sind, das geht einfach nicht. Und wenn, ich finde, das passt nicht. Und mein Bild ist, und das wünsche ich mir irgendwie, und wenn ich es umsetzen könnte, hätte ich meine Mutter auch schon längst da rausgeholt, wirklich. Aber alleine Wohnung zu finden, die groß genug ist und barrierefrei, und es ist alles nicht so einfach. Mhm. Und alleine ist es auch schwierig mit demenziell veränderten Menschen. Ich kann sie nicht mehr allein lassen. Also sie kann nicht allein bleiben. Klar. Wir brauchen irgendwie kleinere Einheiten, finde ich. Weiß ich, wo sich vielleicht 2, 3 Familien irgendwie zusammentun und das gemeinsam wuppen mit auch Pflegekräften. Es gibt ja auch 24-Stunden Pflegekräfte irgendwie, wo man sich da abwechseln kann. Ich habe da auch kein fertiges Konzept, aber in die Richtung würde ich gerne denken und da irgendwas entwickeln. Und ganz das ist das, was wir vorhin schon gesagt haben. Das ist ja keine Besonderheit, die durch die Corona-Krise hervorgerufen wurde, sondern es ist ein grundsätzliches Problem. Aber wir hoffen natürlich, dass die Diskussion darüber und die Beleuchtung dieser Umstände dann auch konkret dazu Verbesserung führt. Das wäre das positive Outcome von dem. Ja. Diese Hoffnung haben wir schon, deswegen machen wir das ja auch. Die Hoffnung habe ich auch, dass das Ganze für irgendwas gut ist. Und es gibt ja auch Leute, die das eben eher unter diesem Aspekt sehen. Das ist hier ein Wachruf für uns alle, der... uns auch die Chance gibt, unsere Gesellschaft, unser ganzes Zusammenleben neu zu ordnen und bessere Wege zu finden. Ja. Das finde ich, also die Leute, die das sagen, ich hoffe, dass sie viel Gehör finden und dass sich andere Leute davon anstecken lassen. Wir werden uns jedenfalls alle Mühe geben. Das war ja auch so mal zu Beginn, habe ich ja auch gesagt, also Heime sind jetzt wirklich zu richtig gefährlichen Orten geworden. Ja. Es hat sich hier tatsächlich gezeigt, dass man darüber nachdenken muss, ob das jetzt hier so bleiben kann, darf, oder wir tatsächlich welche Alternativen wir haben. Mhm. Wir sind die nächste Generation, wir sind ja ungefähr gleichaltrig, also das dauert nicht mehr lange in 20 Jahren. Und dann 23 bin ich auch schon 90. Ne? Also wir müssen uns was einfallen lassen. So kann es jedenfalls nicht bleiben. Auch das ist eine Motivation. Mhm. Und dass wir hier diese Gelegenheit nutzen, wenn das so gehen kann, wenn das so schnell gehen kann, dass man hier wirklich nicht nur gegen seinen Willen ins Heim geschafft wird. Das ist ja auch in sehr vielen Fällen auch so. Aber wenn dann die Heime eben... per Order de Mufti, ohne dass man da groß was machen kann, einfach hier zu Gefängnissen werden und dann das so ablaufen kann mit Zwangsimpfung, Zwangstestung und alles, dann ist die Lebensqualität tatsächlich ganz hin. Und dann laufen wir wirklich Gefahr, ich meine, das gibt es ja auch schon, wenn man da mal einen Schritt weiter denkt, was mich zum Beispiel auch sehr erschrocken hat, ist die Schnelligkeit, mit der die Pflegekräfte
sich darauf eingestellt haben und sozusagen ihre Rolle jetzt so verstehen in so eine Wächterfunktion und in diese Erfüllungsgehilfenfunktion von oben, Führerbefehl, wir folgen dir so ungefähr. Ich habe Geschichte der Medizin und Krankenpflege unterrichtet und da gibt es ein sehr spannendes Buch von der Hilde Steppe, eine Professorin, die hat die Pflege im Nationalsozialismus beschrieben und da war es ja auch teilweise so, und da hat die beschrieben, wieso Pflegekräfte, die eigentlich für die Menschen denen helfen sollen und wieso die dann plötzlich einfach nur, weil ein Arzt es angeordnet hat, Todespritzen verabreichen, Menschen wirklich umgebracht haben. Serienweise ist das ja passiert, die sind ja dokumentiert. Nur experimentmäßig auch so ein bisschen, ja? Nee, das ist, ich will nur sagen, nein, ich meine aber von der Dynamik einer... darf man nicht bleiben, nicht. Im Prinzip ist das ja fast ein Tabubruch, wenn man überhaupt darüber spricht. Aber ich war so erschrocken, wie schnell das geht, wie schnell hier wirklich eine Stimmung gekippt werden kann, ja, genau in diese Richtung, in so eine Richtung, da braucht er nur noch die nächste Verordnung kommen. Aber das ist, für mich ist das gerade der Umstand, der mich noch viel erschrockener macht, dass das, was Sie da gesehen haben, dieses Umwandeln von eigentlich für die Menschen und für die Pflege zuständigen Personen in reine Wächter, das hat ja vorhin Herr Kusch auch so beschrieben, das ist für sich genommen schlimm genug, aber dass niemand darüber erschrocken ist, das ist eigentlich das viel Schlimmere. Mhm. Okay. Ja, gut, weil das jetzt auch vielen gar nicht so bekannt ist. Aber ich glaube, was sich trotzdem zeigt, und das würde ich vielleicht auch als positiven Ausblick auch nochmal in den Raum stellen wollen, ich glaube tatsächlich, was Sie auch meinten, das Weckruf oder so, ich glaube, was ja auch passiert, man sieht ja, es ist alles nicht alternativlos, auch wenn es so dargestellt wird. Ja, es gibt also viele Menschen haben Ideen, wie was anders laufen kann. Mhm. Und man sieht jetzt, dass dieses rein so von oben einfach so drauf irgendwas vorgeben, das ist nicht der sinnvolle Weg. Ja, da schließt man einfach so viele Ideen, so viele Erkenntnisse, die Leute haben, aus. Und aber jetzt zeigt sich ja durch diese Bewegungen, die überall entstehen, wo Menschen plötzlich darüber nachdenken, ob man bestimmte Sachen auch auf ganz vielen unterschiedlichen Bereichen nicht mal irgendwie anders machen können und sinnhafter und ohne unzerstörerischer sozusagen, ja, dass das eben auch was ist, was wir jetzt alle auch ergreifen können als Thema. Und das finde ich eigentlich auch eine tolle Chance. Wir müssen nur aus dieser aktuellen Klemme heraus und müssen sicherstellen, dass eben in der Zukunft Dinge sich nicht wiederholen können oder sich sogar noch dramatisieren können, sondern dass wir eben einfach ein Stück weit auf den Boden der Tatsachen zurückkommen und dann mal gucken, wo kann man vielleicht auch wirklich tolle Sachen miteinander erreichen. Ja? Nehmt's mir nicht übel, ich muss jetzt aus dieser Klemme heraus und meinen Zug bekommen. Genau, wir machen jetzt Schluss. Vielen Dank. Dann sind wir, danke nochmal. Ja, genau. Danke Ihnen und viel Erfolg. Danke. Viel Kraft und viel gute Energie. Ja, das können wir, glaube ich, gebrauchen. Okay, dann ist das jetzt für heute beendet. Wir geben zeitnah bekannt, wie es weitergeht. Okay.